Nee, du bist stumm. Ich bin stumm, aber das hört man, oder? Das hört man, ja. Ah, scheiße, wie soll ich das machen, ey? Ja, dann mach halt irgendwie nochmal oder sowas. Boing! Okay, komm. Ey, den muss ich gleich nochmal bringen, eben bei der Aufnahme, bitte. Ich lasse das. Boing. Ey, Leute, ich lasse das einfach alles drin. Ist doch klar. Ja, ja. Gut. Ja, bevor dann quasi das Intro kommt, musst du es laufen lassen. Ja. Also dann fahr's ab, komm. Aber ja, ich will boah. Den Boing nochmal hören. Ey, der war so gut. Bui. Ich musste jetzt leider doch meinen Browser wieder aufmachen. Das ist bestimmt eine Stadt in Asien, oder? Bui. Bui. Na ja, klar. Bui. Bui. Es geht schon wieder los. Achtung, Achtung, hier spricht die Pankow-Polizei. Der Podcast von AOP mit freundlicher Unterstützung des Ministeriums für Pankow. Am Mikrofon Oliver Pfleger, Christian Stefan und Philipp Schreiber. Hallo. Ja, herzlich willkommen. Kannst du bitte das Geräusch nochmal machen? Ey, das reicht mir schon wirklich. Wir können aufhören. Das muss reichen. Habt ihr gemerkt, dieses Vibrato am Ende? Ja, ja, ja. Also, ey, ich glaube, an dir ist eine Opernsängerin verloren gegangen, ey. Ach, so, Leute. Endlich für ist alle, es wieder soweit. Ja, für alle da draußen ein herzliches Willkommen zum Podcast-Kracher des Jahrtausends. Die Punkrock-Polizei. Wortwitz, Charme, brutale Gerechtigkeit und tabulose, ehrliche Kritik an verschiedensten musikalischen Tonträgern. All das und noch vieles mehr wird in der privaten Psychotherapeutensitzung von der Kapelle AOP behandelt. Oder, wie Lemmy Kilmister schon zu sagen pflegte, ein gutes Gitarrensolo darf nur so lange gehen, wie es dauert, eine Flasche Bier zu öffnen. Nun also, viel Spaß bei Die Punkrock-Polizei, der Podcast von AOP. Am Mikrofon Oliver Pfleger, Philipp Schreiber und meine Wenigkeit. Hey, ich muss ja sagen, wirklich... es ist ein Träumchen, es ist ein absolutes Träumchen. Herzlich willkommen. Es ist wieder soweit, Philipp, du hast gerade gesagt, es geht endlich wieder los und ich habe mich da heute wirklich auch schon den ganzen Tag so ein bisschen drauf gefreut. Endlich mal wieder normale Leute. Ja? Können wir mal kurz einen Schnaps trinken? Ja, da muss ich aber kurz aufstehen. Moment, hier müssen kurz überbrücken. Wir können überbrücken. Ich kann mit den Problemen beginnen, die ich hatte. Immer dieser Druck der Catchphrase, Philipp. Ja. Also ja. Deswegen, ich habe dann rumüberlegt, eigentlich wollte ich euch ein bisschen schocken und sagen, es gibt keine Catchphrase mehr, sondern Rock'n'Roll-Zitate raten. Das finde ich super. Das finde ich hervorragend. Also ich muss sagen, Entschuldigung, dass ich da gleich reingrätsche, aber das mit der Catchphrase, das hast du ja selber eingebrockt. Es ist ja nicht so, dass wir gesagt haben, Stucki, es ist ab sofort deine Aufgabe, Catchphrases zu machen für den Podcast. Nee. Nein, du magst es ja auch, deine 30 Sekunden zu haben, ja, ja. In denen du mal zu Wort kommst, ohne dass wir dich unterbrechen. Absolut. Und dementsprechend, den Druck machst du dir selber. Ganz das klar. Ist richtig. Ja. Die 30 Seconds of Honor. 30 Seconds aber, of Stuck. Nee, wenn dann sind es bei Stucki, sind es die Dirty Seconds. Die Dirty Seconds of Stucki. Ich habe aber auch gemerkt tatsächlich, dass ich jetzt von den Catchphrases so ein bisschen satt bin einfach. Also da kommen keine... Ja, es ist schon schwer, deswegen, dann habe ich gedacht, fängst du jetzt heute mit Zitaten an. Und dann hatte ich plötzlich diesen lyrischen Erguss und dann habe ich gedacht... Den müssen wir raus. Also ich finde deine Idee, die du gerade mir gegenüber geäußert hast, als Olli kurz weg war, hervorragend und ich finde, du solltest das ab nächster Folge machen. Ja. Liebe Leute, heute 20. Folge des Podcasts. Ja, das ist ein Jubiläum. Ah, ist ein Jubiläum. Jubiläum. Andere Podcasts gehen auf Tour nach 20 Folgen. Also, zur Wohle. Auf die Tour. auf den Podcast. Hey, bald machen wir den Scheiß ein Jahr. Hula Wula. Ja. Das ist so ein gefährlicher ohne Beschriftung. Ja, verbildliche das jetzt gerade. Philipp hat gerade eine dünne, lange Glasflasche ohne Etikett mit einer durchsichtigen Flüssigkeit hochgehoben. Das könnte natürlich jetzt Mineralwasser ohne Kohlensäure sein. Nein. Oder einfach der selbstgebrannte Schnaps vom Opa. Aber der selbstgebrannte Schnaps von Freunden. Also, Zwetschge.
wenn die linke Augenbraue nach rechts unten geht und die andere umgekehrt dagegen, dann ist da definitiv Schnaps drin. Also das ja. ist... ja. Ja, nee, ich habe ja auch nur die zwei Möglichkeiten aufgezeigt. Ja, ja, es wurden Vermutungen angestellt. Ja. Absolut, ja. Also 20, ich wollte gerade schon sagen, 20 Jahre die Pankow-Polizei. 20 Jahre Pankow-Polizei. Nein, das 20. Ausgabe. Wir haben uns wieder was Schönes ausgedacht, um euch heute durch den Tag zu führen, an dem Tag, an dem ihr es hört. Und ich würde sagen, wir steigen ein, oder? Ja, Druff der Wetter. Ja. Ruf der Wetter. Also leg los, wie man auf Hochdeutsch sagt. Lass uns beginnen. Lass es uns tun. Two moments of death. Ja, und das ist eine Fortsetzung aus den letzten Episoden. Wir haben ja schon von der Coke-Tour gesprochen, von der Cola-Tour, soll man es ja mittlerweile sagen. Ne? Wir waren letztes Mal beim Hurricane Festival und einen Monat später, im Jahr 2009, im Sommer 2009, im Juli, waren wir auch wieder unterwegs in einem Wochenende voller Punkrock und BMWs, meine Damen und Herren. ich glaube, wir haben die Geschichte sogar schon mal angerissen mit dem BMW, gell? Ja, genau. Genau, und heute gibt es die volle Wahrheit, die ganze Wahrheit. Ja. Wir haben dann sonntags quasi am 19.07.2009 auf dem Melt-Festival gespielt, bei Ferropolis, Gräfenhainchen, ja. Und hatten dann aber vorher noch samstags eine Show in Rudolstadt, auf der Hayeksburg in Rudolstadt. Ja, das Schloss rockt am 18.07. Und es ist ja tatsächlich Moment, so. Jetzt muss ich nochmal einhaken. Ist eine Burg, also das Fest, die Burg heißt Burg, aber das Festival hieß das Schloss rockt. Habe ich das richtig verstanden? Das Schloss rockt, genau, ja. Ja, ist schon komisch, dass man das nicht die Burg rockt genannt hat, oder? Ja, wahrscheinlich haben wir jetzt wieder irgendwie einen mega Fettnapf getroffen. Sollte irgendjemand zuhören, der sich mit diesem Festival besser auskennt, so möge er doch bitte uns auf allen möglichen Kanälen kontaktieren. Ja, und wüst beschimpfen. Aber man mag es heute nicht mehr glauben, aber früher waren wir ganz oft nur zu dritt auf Tour. Das heißt also, wir haben früher dann auch so gut wie kein Merch verkauft, weil dann eigentlich... Ja, so vorm Konzert, bauen wir mal auf, ja, okay, und dann nach dem Konzert, aber dann, heute gehst du aber direkt nach dem Konzert an den Stand und so weiter, ne? Boah. Das war aber dann tatsächlich nicht so. Aber die Entwicklung, wie es dahin dazu gekommen ist, war ja interessant, weil wir waren ja früher die unwichtigste Band der Welt mit der größten Crew der Welt. Also quasi, stimmt, als wir noch ganz früher die Spaßfraktion waren, da hatten wir ja gefühlt immer 12-mal Crew dabei. Ja, so wie das halt auch läuft auf einem richtigen Punkrock-Konzert. Man sagt einfach zu allen Freunden, Leute, wenn ihr mit aufs Konzert wollt, ihr braucht keinen Eintritt bezahlen, wir nehmen euch mit als Crew. Das hat auch dann einmal richtig Stress gegeben, kannst du dich noch dran erinnern. Stucki, mit deinem ehemaligen Geschäftspartner. Und aber auch mit deinem mittlerweile immer noch Bandkollegen bei Jimmy Jones, ne? Ja. Der Nick. Die haben mal ein Konzert organisiert. War das in Weinsberg? Jetzt haltet euch fest, ich habe für dieses Konzert letzte oder vorletzte Woche von jemandem, vom Timo, ich sag's jetzt einfach, vom Timo, den Flyer geschickt bekommen. Ich auch, und ich habe ihm nie zurückgeschrieben, weil ich immer noch sauer bin, weil er nicht auf unser Pre-Listening geantwortet hat. So, jetzt ist es raus. Okay. Nee, da bin ich schon ein bisschen beleidigt, muss ich sagen. Ja, das ist auch in Ordnung. Also es war damals das Adios Amigos Festival Nummer 4 im ZFP-Keller in Weinsberg, ja. Das ist der Keller an der Psychiatrie, Zentrum für Psychiatrie in Weinsberg. Und da haben wir gespielt, die Spaßfraktion, Headliner, Tonfusion und The Bite. Und wir haben doch an dem Abend noch vorher noch woanders gespielt. Wir haben sind zwei Gigs ganz gespielt. Spät, sind dann ganz Warum spät erst da hingekommen, irgendwie um 23:30 oder so. Aber Achtung, Entschuldigung. Eintritt 7 Euro. Es war damals schon Wucher, ne? Ja, aber wenn ich es richtig lese, alle Getränke all in oder stand da was anders auf dem Flyer? Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Das wäre my Party gewesen. Für einen Zipperner. Das ist eigentlich zu wenig. Egal, auf jeden Fall sind wir damals mit vielleicht ein bisschen zu viel Crew. Also wir haben einfach unsere Freunde alle mitgebracht. Ja, ich glaube, es waren so 10, 12. Und es war auch da, wo so viel Schnee und Eis lag und der Gappi, unser guter Kumpel, mit seinem Busle unterwegs war und dann sich eigentlich gar nicht mehr heimfahren wollte, weil es so glatt war nachts.
Ja, also ja, jedes Mitglied unserer Crew hat quasi eine Gitarrenseite getragen. Ja, und da gab es ein bisschen Beef dann. Weil die das selber organisiert haben und dann natürlich nichts verdient haben. Nee, wie es halt so ist, hat der Nick halt irgendwann gesagt, ey Leute, also jetzt kommt hier der 24. Roadie von euch reingelaufen und ja, wie der Philipp gerade gesagt hat, trägt hier irgendwie ein Päckle Gitarrenseiten rein. Hat er natürlich vollkommen recht gehabt, aber zu der Zeit waren wir halt noch tatsächlich auch Punkrock und haben das dann auch maximal ausgenutzt. Ja, ja klar. Muss man schon sagen. Aber zurück zu das Schloss rockt und Weltfestival. Philipp, jetzt musst du helfen. Wir haben dann damals, haben gesagt, ja, irgendwie, es fährt keiner mit, wir sind nur zu dritt und haben wussten auch, nein, wir müssen vom Schlagzeug nichts mitnehmen und nur irgendwie meinen Amp und Gitarre. Wir waren sogar nur zu zweit im Auto. Schon auf dem Hinweg nicht. Wir hatten kein Auto. Es war irgendwie kein Auto zur Verfügung gestanden und dann haben wir gesagt, ja gut, also die Gage in Rudolstadt, die war damals tatsächlich ganz gut. Dann haben wir gesagt, komm, dann gehen wir einfach zu einer Autovermietung und holen uns halt ein Busle und fahren mit dem Busle. So, wie man es halt Olli, so macht, ne? Klar, ganz normal, ne? Klein Olli, klein Philipp fahren nach Heilbronn zur Enterprise Autovermietung. Und dann haben wir diesen Bus da gesehen und es war jetzt halt nicht so der coolste VW-Bus, sondern es war halt so ein Transporter. Aber es war natürlich alles gut. Aber es waren Sitzbänke drin und die Sitzbänke haben wir gedacht, ja, das ist ja stressig, die müssen wir ja dann ausbauen und so. Dann haben wir gedacht, ja gut, was müssen wir eigentlich mitnehmen? Schlagzeug nix, nur Snare, also so das typische Snare-Fußmaschine und Schlagzeuger in Teamschmuck. Genau, richtig. Ja, genau. Snare-Fußmaschine-Becken. Genau, was müssen wir noch mitnehmen? Ah ja, okay, Bass-Amp muss man auch nicht mitnehmen. Wir brauchen quasi einen Bass, wir brauchen eine Gitarre, wir brauchen den Intimschmuck des Schlagzeugers und wir brauchen irgendwie eine Gitarren-Amp und Boxe. Genau, also nur die Marshall-Kombo damals. Nur die Marshall-Kombo wir haben eine 412er-Box mitgenommen. Echt, das war ja das Verrückte. Auf jeden Fall haben wir dann gesagt, ja gut, also eigentlich für das bisschen Zeug und eine Tasche noch und auf dem Rückweg ist der Andi sowieso nicht mehr dabei, weil der auf dem Melt bleibt und ach, eigentlich können wir doch da ganz entspannt irgendwie einen schönen Kombi nehmen und dann haben wir gefragt, ja, wie sieht's eigentlich aus, was habt ihr denn so an Kombis da? Und hat die gesagt, haben wir drei BMW. Ah ja, dann, also ich weiß nicht, wer sich mit Autos auskennt, der 3er BMW ist ja das ist der kleinste Kombi der Welt. Ja, also der sieht ja von außen, ist der 8 Meter groß, ja, aber in Wirklichkeit innen drin ist der halt winzig. Ja, und dann haben wir gesagt, ja gut, aber eigentlich ist er ein großer Kombi, dann können wir ja, dann nehmen wir den. Und der hat auch nicht mehr gekostet, das war genau das gleiche Geld. Und dann haben wir gesagt, komm, dann nehmen wir jetzt einen BMW. Ja gut, wir sind dann beim Andi vorgefahren am Proberaum und haben die Sachen rausgetragen und der Andi hat uns schon angeschaut, als wir mit dem Auto angekommen sind, haben wir gesagt, ja, das passt schon alles, wir müssen ja nicht viel mitnehmen und überhaupt, und er hat nur so gedacht, naja, dann haben wir die Sachen ins Auto und es war tatsächlich sehr, 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 sehr eng. In dem Kofferraum von dem 3er BMW war nochmal da, es war so ein Boden drin, den haben wir dann hochgehoben, haben dann unten, wo normalerweise das Reserverad drin liegt, haben wir dann noch Sachen rein und es war unglaublich eng. Eine Seite umgelegt und hinten saß man sehr beengt. Also es war eine richtige dumme Idee. Was wir natürlich auch nicht bedacht haben. Aber wir hatten einen BMW, einen 3er, ja. 3er Touring. Also naja, die Street Credibility war natürlich war maximal wieder am Start, ne? Ja, absolut. Wir sind dann auf das Festival gefahren da in Rudolstadt und Itchy Poops Kid war, also damals hießen sie noch Itchy Poops Kid, waren Headliner und die waren natürlich mit Lichttechniker, Tontechniker und keine Ahnung, also mit ihrer Entourage und Mercher und so weiter in einem Busle, in einem vernünftigen da. Ein bisschen was Größeres als ein normaler VW-Bus. Und wir sind damit dem BMW vorgefahren, vollgepackt unter das Dach und das Erste, was der Sibi zu uns sagt, naja, läuft bei euch, ne? Und da war schon klar, oh Mann, hey, was haben wir eigentlich gemacht? Ja, das waren halt quasi damals so die Anti-Olli-Philipp, die jetzt bei der Cola-Tour mächtig am Start sind, jetzt Bock am Ring gespielt haben und so weiter, da läuft schon richtig, ne? Und das war dann natürlich auch einer der Momente, die auch immer wieder später dann, naja, ihr lauft auf MTV und hast du schon ein Haus gekauft quasi, aus die Nummer quasi. Ja, also es war äußerst dumm, um es jetzt mal einfach ganz kurz zusammenzufassen und natürlich gar nicht kredibil, wobei Kredibilität ist mir, also in dem Fall, ist doch egal, mit was für einem Auto man kommt, aber das Auto muss halt clever sein, aber es sollte halt kein 3er Touring sein, der voll ist bis unters Dach. Naja, zu dem Auto gibt es dann später nochmal mehr, weil da gab es eine interessante Charakterstudie, die ich angestellt habe. Aber wir haben dann da gespielt und wenn wir kurz auf das Line-Up, das war auch ein Zweitagesfestival, dann Freitag und wir haben dann samstags gespielt, nachts, glaube auch wieder um 1 oder so als letzte Band. Ich glaube nach den Killians, kennt man die heute noch, die Killians?
Also ich kenne das war damals auch eine Band, die relativ groß war, so Indie-Pop auch. Und da haben dann, wie gesagt, Itchy Pupskit gespielt und die Killians. Und das Festival war gesponsert damals von StudiVZ. Ja. Und da hingen überall Banner und so weiter und so fort. Und wir haben das irgendwie über den Tag verteilt so ein bisschen. Wir waren dann da auch schon mittags da und noch ewig Zeit. Und die Killians haben, wie gesagt, als Headliner dann, oder also dann Doppelheadliner mit Itchy Pupskit, was weiß ich, direkt vor uns gespielt. Und der Sänger der Killians hat sich den ganzen Tag lang einfach ganz schön abgedichtet. Das weiß ich gar nicht mehr. Das ist so geil. Ich bin so gespannt, was du jetzt erzählst. Und das ging dann so weit, dass der schon backstage immer so ein bisschen bla und ja, und man hat dann schon gesehen, okay, also der hatte jetzt vielleicht so eine Apfelscholle zu viel, um jetzt tatsächlich noch eine Stunde aufzutreten als Sänger. Und es ging dann so weit, dass der tatsächlich dann irgendwann gesagt hat, ja, und wir bedanken uns dann auch noch bei Stasi VZ. Das stimmt, daran erinnere ich mich. Ja, für das Sponsoring des Festivals und ist voll geil hier und so weiter. Ja, das hat dann so ein bisschen Tuben. Vielleicht ein kleines Stückchen too much auf die Schippe genommen, ja, und ja gut, und zum Schluss haben wir dann gespielt, es war eigentlich ein gutes Konzert, waren auch noch viele Leute da und ich erinnere mich, dass dann am Ende, weil damals haben wir noch mit Kabel gespielt und irgendwie ist dann, glaube ich, beim letzten Akkord, beim letzten Schlusssprung ist dann quasi, glaube ich, meine Marshall-Box-Kombo von der großen Box runtergefallen und da gibt's, ich muss mal gucken, ich glaube, dass dieses Video auch auf privat gestellt ist bei YouTube, weil es da Szenen gibt, die, glaube ich, nicht so jetzt auch mittlerweile nicht mehr so cool sind. Aber da gibt's, glaube ich, dann noch so ein Live-Zitat von so einem Roadie, der da an der Bühne stand, der dann, als dann beim letzten Akkord die Box runtergefallen ist, irgendwie so gesagt, oh nee, du echt jetzt oder was? Irgendwie so. Was sagen wir, du? Ja, irgendwie so. Ja, also, ja. Also eigentlich könnte man jetzt noch fast einen Business Talk draus machen. Wir haben an dem Abend auch noch was gelernt, wie man nicht mit einer Situation umgeht. Und wir haben tatsächlich dann von Itchy Pupskit später erfahren müssen, wie man es eigentlich macht. Trotz des großen StudiVZ-Sponsorings hatten die nämlich zu wenig Geld. Also dieses Festival war einfach zu groß aufgezogen, die Bands waren zu teuer, also das hat man auch an unserer Gage gemerkt, die Gage war für unsere Verhältnisse wirklich sehr hoch und dann hat der Veranstalter die Bands einzeln zum Gespräch gebeten und hat gefragt, ob man vielleicht noch was an der Gage machen kann, weil es ja nur nicht so gut gelaufen ist, hast ja gesehen, es sind nicht so viele Leute da und so, ja, und einfach in erster Linie ein netter Mensch, in zweiter Linie ein bisschen blauäugig und dann vielleicht irgendwann mal Geschäftsmann, hab dann mich da breitklopfen lassen und bin ihm da bei der Gage ein Stück entgegengekommen und dann bin ich da aus diesem Container wieder rausgekommen und dann sagen Itchy Pupskit so, ja und, hat er euch auch angesprochen wegen der Gage, habt ihr eure Gage bekommen? Ich dann so, ja, aber ich bin ihm ein bisschen entgegengekommen. Das kannst du doch nicht machen, das ist doch dem sein Problem, wenn er hier zu hohe Gagen vereinbart, Vertrag ist Vertrag und überhaupt. Und dann hab ich gesagt, ja gut, ja, habt ihr eigentlich recht, also die haben es nicht gemacht. Ja, aber Business Talk, ja, also Vertrag ist Vertrag, ja. Und ja, oder halt Karma-Punkte gesammelt. Ja, was haben wir davon gehabt? Haben wir nochmal dort gespielt? Ja, merk's selber, oder? Ja. So, merk's selber, oder? Merk's selber. Aber gar nicht. Fast gar nicht. Ja, also, na, das hat man an dem Abend gelernt. Und dann erinnere ich mich auch noch, ich weiß nicht, ob das in deinem Ablauf vor deinem geistigen Auge jetzt noch stattfindet, Olli. Wir waren ja dann dort in einer Stichwort Rauchmelder. Stichwort Rauchmelder. Ja. Ja. Oh je, aber da könnte man jetzt tatsächlich auch 1:1 den Stucki mit dem Andi austauschen. Genau die gleiche Story hätte auch mit dem Stucki passieren können. Das stimmt, ja. Wir waren in dem Zimmer und wir haben damals, glaube ich, alle geraucht. Alle drei. Und wir sind in das Zimmer rein und haben uns natürlich erstmal ins Fenster aufgemacht und haben uns erstmal die Kippe angezündet. Ja, genau, jetzt fällt mir's wieder ein. Aber, und da war dann dieses Riesenschild. Zum Fenster und dann drehen wir uns rum und an der Tür hing ein Riesenschild. Wer hier raucht und wenn der Rauchmelder losgeht und überhaupt, es ist eine Brandmeldeanlage. Und wenn die Feuerwehr kommen muss, dann zahlt ihr 1500 Euro. Und wir so, scheiße. Und da hätte selbst die damals stattliche Gage, von der Philipp noch was abgegeben hat, nicht gereicht. Ja, nein, die hätte nicht gereicht. Ja. Ja, das war dann ein ganz kurzer Schockmoment. Ja.
Ja, ja, aber auch da wieder richtig. Oder? Nee, es war alles gut. Ja, der Andi hat natürlich noch gesagt, ja, ist doch gar nichts passiert, kann ich gleich noch einen rauchen? Nein, du gehst raus vor die Tür, ja, und genau, so weiter. Ja. Hab jetzt ab. Also du erkennst dich vielleicht wieder, Stucki. Ja, ja, genau. Ja, und ja, weil alles gut gelaufen war, wirklich eine sehr schöne Jugendherberge, in der wir da nächtigen durften und mussten dann am Sonntagmorgen noch ungefähr, nein, ich habe noch eins vergessen, damals schon noch in dem Line-Up bei der Schloss rockt Großstadtgeflüster. Ja. Und Bosse. Ja, und Bosse. Also das Line-Up war schon wirklich gut für, cooles so, Line-Up. So ein Dorffestival war irgendwie wirklich gut. Ja, und aber wie gesagt, sind dann sonntags auf das Melt-Festival gefahren, ungefähr 200 Kilometer und kommen dann da an, wie gesagt, letzter Tag und das Melt-Festival, wer das kennt oder kannte, ist natürlich ein Elektro-Festival. Ne? Also da waren dann so Acts wie Paul Kalkbrenner und es war auch tatsächlich der einzige, als ich heute Mittag ins Line-Up reingeschaut habe von den ganzen DJs, den ich kenne. Und als Mega-Headliner Sonntagabend dann Oasis. Und das also ist es ist ein Indie-Elektro-Festival. Ja, ich wollte gerade sagen, also da war schon immer, glaube ich, doch parallel bespielt. Stromgitarrenbands. Ja, aber wirklich, DJs. Aber nicht, also mehr DJs als oder halt Dance-Acts als irgendwie Gitarre. Und dann okay. War, wie gesagt, wir haben da wieder mittags im Zelt gespielt und das Zelt war jetzt tatsächlich auch nicht so voll wie beim Hurricane oder wie beim Highfield, über das wir in der nächsten Episode dann sprechen werden nochmal. Aber Andi hat halt gesagt, okay, also Oasis sind auch so ein paar seiner All-Time-Heroes und die muss er unbedingt sehen. Und ich weiß gar nicht, Philipp, weißt du das noch? Ist er dann mit dem Zug heimgefahren oder hat er dann noch genäht? Schwester. Ah, die war auf dem Festival. Mit seiner Schwester im Fiesta. Ja, ihr kennt doch vielleicht das Lied. Ja. Ja, also tatsächlich, die waren mit dem Fiesta da und dann haben die da, es hat geregnet und es war arschkalt und die haben da im Zelt geschlafen und der Andi war danach krank, aber sie haben es durchgezogen. Was ich aber cool finde, wenn man jetzt mal kurz nochmal googelt nach Melt Festival 2009 Lineup und man kommt dann bei Festival Hopper raus, da ist halt einfach, wir sind halt einfach die dritte Band, die da im Lineup steht. Ja, weil und die stehen immer, da, die immer, ja, Festival Hopper ist immer schön alphabetisch geordnet. Genau. Genau, da stehen wir überall drin, das ist cool. Ja. Und in dem Jahr haben wir auch die Kack Motherfuckers gespielt, Kasabian, die kennt man eigentlich ganz gut. Oh ja. Wer hat da noch so gespielt? Natürlich Philipp Serfontaine. Und auch Kotze, oder? DJ Kotze. DJ Kotze kenne ich gut. Ja. Ja, der ist gut. Und natürlich Sascha Funke. Ja, klar. Ja, klar. Ja. Funke. Und Zander VT. Aber ich meine, man muss halt sagen, das war halt schon cool, ne? Also das ganze Gelände ist natürlich mit den riesen Maschinen, also, die da rumstehen, ist schon mega geil. Und ich habe letztens ein Konzert angeschaut von der Band, die dort gespielt hat. Ah, genau, ich habe diese Tote Hosen-Doku angeschaut und da gibt's eine Szene, da haben die auch ein Konzert in Gräfenhainichen gespielt. Und von der Szenerie, das ist alles so unwirklich, das sieht ja aus, wie man sich's vorstellt, wie wenn auf dem Mars irgendwann mal eine Raumstation steht und da irgendwie kurz bevor die Aliens kommen und alle abschlachten, da wird irgendwelches Zeug abgebaut und in dem Tote-Hosen-Video dann noch, wo sie auf diesen ganzen riesengroßen Baggern draufstehen mit den Bengalos, ah, das ist schon absolut abgefahren und das gibt's, glaube ich, in der Form wahrscheinlich weltweit auch nur einmal, so ein Festivalgelände, das ist wirklich mega geil, noch mit dem See dran und oh, also das ist schon... Ja, das war schon mega. Überragend ja. Geil, hey. Aber wirklich. Man muss dazu sagen, wie gesagt, es war der letzte Tag an dem Festival. Wir waren dann auch von dem Samstags-Gig so ein bisschen angeschlagen, kann ich mich, glaube ich, noch erinnern. Und haben dann gesagt, ja, also Philipp und ich fahren dann eigentlich relativ schnell, zeitig nach dem Gig wieder heim. Und es war ja auch so, dass wir das Voting für das Finale, für das Brandenburger Tor hatten wir ja beim ersten Mal knapp verloren. Da waren ja schon Toss. Schöne Grüße wieder an dieser Stelle, waren schon im Finale und wir haben dann gesagt, okay, jetzt müssen wir diese Woche wieder mal, also 4 Wochen später quasi nach dem Hurricane, müssen wir wieder richtig Vollgas geben, haben dann da auch dann die Voting-Partys veranstaltet nach der Festivalwoche quasi, als dann das Voting war, haben dann da auch tatsächlich schon damals ein Wohnzimmerkonzert verlost, was damals dann tatsächlich unter Notarbedingungen dann meine Schwester gewonnen hatte. Ja, gibt's auch noch Video. Haben wir das jemals gespielt? Ja, da gibt's Videoaufnahmen, da haben wir gespielt, ja. Ach, stimmt, bei deinem Vater im Wohnzimmer. Ja, genau, klar, natürlich. Ja. Und haben dann das Voting dann auch letztendlich gewonnen und sind dann quasi als schon Finalist zum Highfield gefahren und das war natürlich dann grandios. Aber jetzt, wie gesagt, jetzt darf Philipp die Geschichte erzählen. Also wie gesagt, Andi war mit seiner Schwester im Fiesta noch auf dem Konzert, hat Oasis sich reingezogen und wir haben gesagt, nee, okay, machen wir jetzt nicht, wir wollen heimfahren, weil es waren da bestimmt noch 6-7 Stunden Fahrt irgendwie. Und sind dann mit dem BMW
und dann auch gar nicht mal so eng, weil ja Andi dann immer dabei war, ja, nach Hause gefahren. Ja, und ich saß auf dem Beifahrersitz und der Olli ist an dem Tag zum ersten Mal ein Auto mit über 200 PS gefahren. Und was dann passiert ist halt, ich kenne Olli oder ich kannte Olli bis dahin als besonnenen, ruhigen Autofahrer. Das war dann dieser BMW-Effekt, der da reingekickt hat, ne? Also das war eine Automatik, er hat einen Kickdown gemacht, wir sind bald über 200 geflogen und dann waren langsamere Autos vor uns auf der linken Spur. Und was macht ein anständiger BMW-Fahrer? Ja? Schreien, Lichthube geben, Blinker links setzen. Ja? Und das war wirklich, ich habe gedacht, was ist das für ein Mensch, der da auf einmal neben mir sitzt? Ja? Also wirklich vom besonnenen Autofahrer zum Arschloch in 8 Sekunden gefühlt. Ja, also ich glaube, ich bin auch seitdem, also du hattest noch ein BMW, oder? Nein. Nicht? Ja, danach. Doch. Ja. Ich aber da bin ich auch dann vielleicht ein, zweimal gefahren, aber das ist mir seitdem auch wirklich nie wieder passiert, ja. Also es war magisch. Ja, das ist ein 3er BMW, oder? Das ist schon, ich glaube schon, ja. Also. Ach, da wäre ich gern dabei gewesen. Ich hatte ja, wie du ja schon gesagt hast, ich hatte dann ja ein 3er BMW, es war mein erstes Geschäftsauto und ich muss sagen, das war bis jetzt eigentlich das schönste Auto, was ich hatte. Das war schon geil. Ich glaube, wir sind dann die 7 Stunden auch in 4,5 gefahren oder so. Schon. Wir haben dann angerufen am Rastplatz, haben gesagt, Boxestoppe. Boxestoppe. Ja, das war sehr schön und ich freue mich drauf, wenn wir solche Geschichten dann bald wieder erleben, auch mit Stucki zusammen und Stucki zum Rauchen auf die Straße geschickt wird. Oh, ach, ja. Alles in allem wirklich ein Weltklasse-Wochenende. Ach, vielleicht höre ich es bis dahin auf. Das wäre schön. Echt? Boah, das wäre schon schön. Okay. Also, ab und zu kommt mir der Gedanke. Das wäre crazy. Wie war deine Woche, Schatz? Sprich deinen Satz zu Ende, Stucki. Der Gedanke, das Rauchen aufzuhören, hält halt so lange, bis die Sucht wieder einsetzt, gell? Oh ja. Grad. Das ist dann halt auch noch so, aber. Aber das passt doch gut, das ist doch der direkte Einstieg in deine Woche, Schatz. In meine Woche, Schatz, ja. Es gibt keine Neuigkeiten von meinem Recyclinghof, weil ich nicht auf dem Recyclinghof war, tatsächlich. Hab mal alles weggeschafft, soweit. Hab noch ein paar Kleinigkeiten am Haus gemacht. Erst gestern habe ich, das ist auch eine coole Story. Hab ich was online bestellt. Ich habe ein Waschbecken montiert und habe ein Siphon-Komplettset gekauft und habe festgestellt, weil ja in dem Haus alles irgendwie nicht nach Norm ist, wenn ich diesen normalen Siphon da ranmache, dann kann ich nicht in das Abflussrohr andocken, weil das Zwischenstück. Aber du weißt, was fehlt, oder? Hast du ein Snüffelstück bestellt? Ich habe ein Snüffelstück bestellt. Ein Original-Snüffelstück hier. So, Original-Snüffel. Der geht noch. Also musste ein längeres Tauchrohr. Für alle Sanitärler unter euch, die wissen, was ein Tauchrohr ist. Man könnte einfach ein Rohr nehmen. Gesundheit, ja. Danke. So, dann habe ich das online in meinem Baumarkt des Vertrauens, Schleichwerbung Obi in Öhringen, bestellt. Kam auch prompt, alles super. Also Abholung, ja, die verschicken nicht. Und dann wollte ich das am Samstag eigentlich abholen, es hat aber nicht mehr gereicht, habe ich gedacht, mache ich das gestern Abend nach der Arbeit und fahre voller, also sicherer kann man sich nicht sein, zum Thum-Baumarkt in Öhringen. Ist die Frage, heißt der eigentlich Thum oder heißt der Thom? Ich glaube Thom. Gell? Weil wir hatten früher auch mit dem Fußball, damals habe ich noch Fußball aktiv gespielt, da hatten wir auch so Werbeaktionen im Baumarkt Thom in Heilbronn und haben da irgendwie so mittags so ein bisschen Würstle gegrillt und haben dann Geld gekriegt für unseren Verein. Der Baumarkt ist in Neckarsulm. In Neckarsulm, Entschuldigung. Ja, muss man schon genau sein. Aber da gibt es nicht mehr, gell? Neu, da ist jetzt der weltgrößte Spielwarenladen drin. Smith's Toys. Ja. Ja. Okay, Entschuldigung, weiter. Ja, nicht so schlimm. Also bin ich da zu dem Turmbaumarkt hingefahren und dann steht da so eine nette Verkäuferin. Dann frage ich die, was brauchen Sie von mir? Und dann sagt sie, den Nachnamen. Dann habe ich meinen Nachnamen genannt und dann ist sie ungefähr so 7 Meter zurück an einen anderen Tisch gelaufen und hat dann nach meiner Bestellung gesucht.
Sie kam dann ohne wieder. Das sagt sie, was ich denn bestellt hätte. Dann sage ich, ein Tauchrohr und zwei Überwurfmuttern. Ja, okay, dann läuft sie wieder weg und guckt nach dem. Berät sich mit der Kollegin und dann sagt die Kollegin, hast du ihn mal nach dem Vornamen gefragt? Vielleicht haben wir es unterm Vornamen abgelegt. Kommt sie natürlich wieder her. Habe ich meinen Vornamen gesagt, läuft sie wieder zurück, findet nichts. Kommt sie wieder her, sagt sie, können Sie mir mal die Ordernummer geben? Sag ich, ja klar. Dann lese ich so eine ellenlange, ich keine Ahnung, 50 Ziffern Bestellnummer vor aus der E-Mail. Und dann läuft sie wieder weg, kontrolliert diese Nummer, kommt wieder. Dann sagt sie, sie kann nichts finden, ob ich die E-Mail noch auf dem Handy hätte. Dann sage ich, ja klar, ob sie die mal sehen dürfte. Dann gebe ich ihr das Handy, die scrollt ganz runter. Dann sagt sie, sie sind hier im Turmbaumarkt, sie haben aber bei Obi bestellt. überragend. Dann sage ich, das tut mir aber leid. Leck mich. Das war mir dann echt kurz peinlich und dann sagt sie aber, keine Sorge, das passiert ganz, ganz vieles so. Aber. Also muss wohl mehrere Leute geben. Wahrscheinlich liegt der Turmbaumarkt irgendwie zentraler wie der Obi. Und dann bin ich zum Obi gefahren und dann musste ich feststellen, hätte ich doch lieber mal beim Turm bestellt, weil diese Warenausgabe mit Click and Collect und Abholung, das hat der Obi leider nicht gut drauf. Also der Lade, da sind bestimmt gefühlt 20 Leute montagabends um 17:30, 18 Uhr da drin gestanden und haben Zeug irgendwie abgeholt und die waren völligst überfordert, die Leute irgendwie im Kreis zu leiten und das fand ich dann ein bisschen schade. Das war mein Highlight so. Ja, da kann ich gleich anknüpfen. Jetzt kommt nämlich die maximale Auflösung eines Cliffhangers von Frühjahr letzten Jahres, Lockdown 1 quasi. Mein Keller sozusagen, ja. Oh. Umgeräumt. Nee, soweit ist es noch nicht, also keine Sorge. Aber meine Frau hat jetzt gesagt, hey komm, jetzt sind doch Faschingsferien, jetzt können wir doch wirklich zumindest mal den Kellervorraum, können wir doch jetzt mal aufräumen. Na, ich gesagt, ja, okay, gut. Ja, dann hat sie da irgendwie so zwei Abende bei Werbung, Ikea, Werbung Ende, ein bisschen rumgesucht und wir haben ja zwei Ikeas in quasi Laufweg quasi zu einmal Waldorf und einmal Ludwigsburg und leider gab es dann manche Teile nur in Waldorf und nur bei in Ludwigsburg, jetzt habe ich's. Und ja, was haben wir gemacht? Okay, wir haben das auch dann Click und Collect bestellt. Und ich habe schon viele Geschichten jetzt gehört von entfernten Bekannten, die da irgendwie hingefahren sind und irgendwie 3 Stunden im Schneesturm gewartet haben und so weiter. Und da habe ich auch gedacht, oh Gott, okay, habe schon mal Proviant und dicke Socken und so weiter eingepackt, ja, dass wir da stehen geil, im Auto. Geil, geil, geil. Wir waren gestern dann auch alleine unterwegs, weil wir das komplette Auto umlegen mussten und sind dann nach Waldorf gefahren und fahren dann nach Waldorf auf den Parkplatz. Und ich denke so, sag mal, da stehen irgendwie nur 3 Autos oder so. Ja gut, okay. Ja, ausgestiegen, hingegangen, der Frau die Nummer gesagt, 2 Minuten später war der Wagen da, 10 Minuten später hatte ich es eingeladen und war wieder zu Hause. Also bin wieder auf dem Heim, also überragend. Überragend. Ja. Und dann habe ich aber gehört, okay, in Ludwigsburg soll es etwas komplizierter sein und heute Morgen waren wir in Ludwigsburg, die ganze Familie zu dritt und haben das da gemacht und da war dann schon ein bisschen, da waren vielleicht so 10, 15 Autos in der Autoschlange gestanden, aber auch das ging dann wirklich innerhalb von einer halben Stunde, war wieder alles da. Also muss man sagen, Ikea, Click und Collect kann ich maximal empfehlen. Ja, ich kann da auch anknüpfen, ich habe auch Click und Collect gemacht, ich weiß gar nicht, habe ich das schon erzählt? Nee. Ich bin mir nämlich sicher, also es ging um ein Ikea-Bett. Und, du hast schon 2 Betten gekauft, weil es das eine nicht gab und hast die dann zusammengetüttelt. Genau, ich habe Ikea ausgelegt. Ja, das hast du schon gesagt, ja. Das habe ich gesagt, gell, ja. Okay, aber da habe ich auch Click und Collect gemacht und bei mir war es ähnlich, war auch Ikea Ludwigsburg, das ging ratze fatze. Man kriegt ja da so ein Zeitfenster, mein Zeitfenster war zwischen 16 und 17 Uhr und ich bin quasi um 16.58 Uhr auf diesen Parkplatz, in diesen Check-in eingefahren und da war niemand mehr. Also es war echt super.
Ja, ich glaube aber auch, dass das am Anfang so ein Hype war, da hat halt jeder alles bestellt und da war dann irgendwie ein, zwei Wochen hier richtig Tabula Rasa und jetzt es ist kann es wieder, sein, ja. Jetzt ist wieder normal. Ich habe aber noch, ja. muss sagen, ich habe heute noch zwei weitere gute Geschichten. Die eine habe ich dir schon erzählt, Stucki. Und zwar habe ich ja Probleme so ein bisschen mit meinem Rücken und auch so ein bisschen Probleme beim Einschlafen und habe jetzt einfach mal gedacht, ja, ich so als auch so Internetkind, viele Leute haben schon gesagt, bestell dir doch mal so eine Akupressurmatte. Ja, also so eine Fiese mit so Stacheln. Ja, ja, genau, super. Wirklich. Okay. Also hab das Ding bestellt, so auch mit so einem kleinen Kopfkissen und so weiter. Und also die ist quasi so groß, dass man quasi ab dem Steißbein bis hoch zum Hals liegt man auf der Matte drauf und dann kannst du noch das Kissen entweder auf deinen, also mit Kopf oder halt auf dem Nacken quasi kannst dann liegen. Und habe das jetzt schon ein paar Mal ausprobiert und war super. Und dann habe ich auch immer gelesen, in diesen Bewertungen bei Amazon, da schreiben die Leute auch immer, aber passt auf, ey, man wird wirklich müde und man schläft ein. Und dann sage ich, ja, also ich kann ja eh so schlecht einschlafen, von daher passiert mir da gar nichts. Ja, also gut, dann habe ich letzte Woche die Matte mal rausgeholt, abends zum Lanz. Ja. Und da steht so drin, naja, so 15 bis 20 Minuten sollte man das machen abends. Und leg mich da auf die Matte und mach so ein bisschen Handyless und guck nebenher Lanz. Und irgendwann wache ich dann wieder auf und bin dann so im Halbschlaf und will mich so rumdrehen und denk so und reiß mir dann so halber hier meine Rippen auf quasi, weil dann halt irgendwie so 1,5 Stunden später war, der Lanz schon fertig war und ich so ein leichtes Stechen in meinem ganzen Rücken gespürt habe. Na ja gut, bin ich maximal tatsächlich eingeschlafen auf dieser super Yimuta-Matte, heißt die, ja, Akupressur-Set. Überragend. Ich wusste gar nicht, dass du Rückenprobleme hast. Ja, ab und zu immer mal wieder so ein bisschen, ja, von dem vielen Schreibtisch sitzen, okay. Irgend so. Also mir geht's auch so, ja. Also und vielleicht sollte ich das auch es mal ist wirklich, also es ist, die erzählen ja viel, aber hier Durchblutung wird angeregt und auch so ein bisschen halt dann Entspannung und es ist wirklich, also ich kann es nur empfehlen. Es ist natürlich am Anfang eine Überwindung, aber ich bin ja eh so der Rücken-Kraul-Typ, von daher ist es auch noch richtig angenehm. Wenn man dann mal seine richtige Position gefunden hat, dann ist es überragend. Also ich kann ich nur empfehlen. Okay. Aber jetzt zu meinem Steißbein. Ich war ja auch Schlittenfahren die Woche mit meinem Sohn und so cool wie ich halt bin, wollte ich natürlich das gleich die erste Abfahrt. Wir haben so bei uns in Wimpfen so einen kleinen Terrorberg, der so ja 200 Meter richtig steil runtergeht und unten warst ist Wald. Warst du am Moschbach oder was? Ja, ja. Und, so genau. Und unten ist Wald. Und ja. Dann. Und ein Bach. Dann bin ich da mit meinem Sohn auf dem Holzschlitten gefahren, also er vorne, ich hinten quasi und habe mit der einen Hand noch gefilmt und habe dann gemerkt, oh, das wird jetzt aber schnell. Und mein Kleiner, der erzählt noch, und so, bla 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 und irgendwann merkt er auch, das wird jetzt aber schnell und ich denk so, irgendwie haben wir eine Schieflage und steuern geradeaus auf so einen Dornbusch zu. Und ich weiß, wenn ich jetzt nicht irgendwas mache, dann haut's uns volle Kanne in diesen Dornbusch rein. Ja, gut, was mache ich? In der rechten Hand das Handy, in der linken Hand versuche ich nach vorne zu greifen, den Schlitten quasi in der Vollbremsung rumzudrehen, ja, fall in diesem Moment quasi mit meinem Steißbein auf die hintere Kante des Schlittens und fall runter, aber und wir beide liegen so halber im Dornbusch drin, aber nichts passiert. Aber ich glaube, seitdem habe ich mir mindestens mein Steißbein geprellt, weil ich kann seit 4-5 Tagen habe ich maximale Probleme beim Sitzen und beim Aufstehen. Ja. Wie ist es beim Kacken? Es geht, wenn man den, ich kann es ja sagen, wir sind ja unter uns, wenn man den Schließmuskel so ein bisschen versucht zu verwenden, dann ist es manchmal ein bisschen schmerzhaft, muss ich sagen. Der PC-Muskel, ne? Ja, genau. Wenn man den anspannt, ist es äußerst schmerzhaft. Okay. Ja, das war meine Woche, also Ikea. Krass, krasse Story. Ikea, Akupressurmatte und Schlittenfahren. Ja. Okay. Vielleicht hast du aber auch den PC-Muskel nur gezerrt. Also vielleicht war es der und es ist nicht Steißbein. Also ich denke, es ist nichts am Knochen gebrochen. Das wird auch jetzt langsam besser, aber es ist doch sehr, also wenn man quasi, es ist ihr kennt das doch, wenn man wirklich Schmerzen am Po hat, dann muss man so auf weichen Unterlagen sitzen. Ne? Da gibt es auch so Schwimmreif, die man aufblasen kann. Hast du jetzt so einen Ring, auf dem man sitzt? Nee, aber, ein Sitzkringel. Also wir haben jetzt auch eine ganz kleine Corona-konforme Faschingsparty gefeiert und da habe ich dann einfach am Schluss, bin ich auf den aufgeblasenen Luftballons gesessen. Ja. Super, das schmeckt sehr gut. Ja, bei mir war auch Aktivitäten draußen im Schnee. Es war ja wirklich, also wenn es was Cooles gab, dann in den letzten Monaten
in den letzten Monaten, eigentlich seit Beginn von Corona, war es ja eigentlich das Wetter. Wir hatten ja einen wahnsinnig schönen Sommer letztes Jahr, Gott sei Dank. Und wir hatten jetzt, muss man sagen, für unsere Verhältnisse hier auch wirklich einen schönen Winter mit ordentlich Schnee. Das gab es seit 10 Jahren nicht mehr. Und das habe ich sehr genossen. Draußen mit dem Hund und mit den Kindern und mit der Frau und so. Und das war sehr schön. Abseits davon baue ich gerade den neuen Shop für unsere Bandfirma, für das Ministerium für Punk. Da dann bald mehr Neues. Außerdem haben wir bald unseren Videodreh. Da sind wir kräftig am Organisieren, auch alles. Also nicht, kommt dass ich da etwa ein neues Album oder was? Keine Ahnung. Also nicht, dass sich da jetzt irgendjemand Gedanken macht, das ist auch alles höchst Corona-konform. Wir haben sogar die Möglichkeit, uns zu testen, bevor wir drehen. Dann habe ich gestern den Mietvertrag für unseren neuen Proberaum unterschrieben. Habe quasi unsere Seelen verkauft. Also irgendwie ganz schön viel coole Sachen, die gerade so für die Band laufen. Aber das Coolste, muss ich sagen, war diese Woche, ich bin mit meinen Kindern bei Mario Kart in die 100 Kubikzentimeter Klasse aufgestiegen. Boah, na gut, okay. Also mehr geht eigentlich nicht. Ja. Wir haben gesagt, weil wir sind bis jetzt immer 50 CCM gefahren und die wollten immer mehr. Und dann habe ich gesagt, Leute, ihr geht gnadenlos unter, ihr habt keinen Spaß. Das, weil da wird es wirklich schwerer, wenn man eine Kubikstufe höher geht. Aber als wir dann immer nur noch irgendwo in den ersten 5 Plätzen waren, haben wir dann gesagt, okay, wir probieren das jetzt aus. Und es funktioniert extrem gut, aber es ist wirklich viel härter. Also da spielt die Familie dann auch keine Rolle mehr, ne? Also da geht es um Leben und Tod, dann ist klar. Ja, also tatsächlich, ich bin ja schon meistens Erster, natürlich, ja. Aber wenn ich mal Siebter werde, ja, und meine Kinder irgendwie Zweiter und Dritter, dann werde ich aber 5 Minuten ausgelacht, mit Finger auf mich zeigen, weil ich mich natürlich dann auch aufrege. Ja? Also ich bin ja dann kurz vorm Controller in den Fernseher reinschmeißen, wenn ich von so ein paar Arschlöchern auf der Ziellinie noch fast überholt werde, ja. Vor allem von diesen Computer-Arschlöchern. Ich wollte gerade sagen, ja. Nein. Also bei meinen Kindern ist es okay, aber wenn mich dann so ein Tanuki-Mario, ja, irgendwie gerade noch mit dem roten Schildkrötenpanzer erwischt, kurz vorm Ziel und dann an mir vorbeifährt und mir quasi virtuell den Stinkefinger zeigt, dann werde ich wirklich richtig sauer, ja. Und benutze dann auch Wörter, die man normalerweise nicht benutzt, wenn seine Kinder dabei sind. Also es ist ein großer Spaß. Wir spielen auch oft zu viert. Also ich muss wirklich sagen, die Switch war ein extrem guter Kauf und es macht richtig, richtig, richtig Laune. Ist richtig geil. Cool. Also ja, jetzt arbeiten wir halt an den 250 CCM. Jetzt müssen wir halt mal noch eine Weile unter die Ersten fahren. Ne? Also quasi seid ihr am Mario Kart hochchiseln sozusagen. Wir sind maximal an den Mario Kart Skills. Und meine Kinder haben jetzt die fixe Idee, sie wollen ein Computerspiel selber entwickeln. Wer das nicht weiß aus meiner Biografie, ich war ja mal in einer Computerspielefirma angestellt, habe da Level Design gemacht. Auf den Spuren gemacht. Des Vaters. Ja. Hä? Achso, ich habe gerade gedacht, auf den Spuren meines Vaters. Nein. Daher weiß ich, dass so ein Computerspiel zu machen eine relativ komplexe Angelegenheit ist. Aber es wurde immer wieder gefragt und ich habe jetzt was gefunden. Und zwar heißt, es ist eine App fürs iPad oder für irgendwie Android-Geräte, die heißt Draw Your Game. Und da geht es im Endeffekt darum, man kann mit 4 Farben Sachen auf Papier malen. Also mit Schwarz malt man zum Beispiel das Terrain. Mit Rot malt man Sachen, die darf man nicht berühren. Mit Rot malt man Sachen, die darf man nicht berühren, sonst verliert man Leben. Blaue Sachen kann man bewegen und grüne Sachen bouncen, also so Trampoline oder so. Und jetzt kann man da quasi auf Papier selber Jump'n'Runs malen, die dann abfotografieren. Und dann werden die in Levels umgewandelt. Und das ist extrem geil, muss ich sagen. Ja, am Anfang haben es die Kinder nicht so ganz verstanden, weil die haben dann natürlich sehr ausgefallene Sachen mit Kurven und so weiter gemalt. Aber wer so diese typischen Plattformer-Jump'n'Run-Games kennt, das ist ja schon immer sehr eckig und es geht immer nur nach rechts, nach links und nach oben, nach unten irgendwie. So wie früher halt bei Sonic oder bei eben bei Super Mario. Aber jetzt haben sie es verstanden und es macht doch auch Spaß, da sich jetzt selber die Sachen auszudenken. Also gibt coole Sachen da draußen, die ich vorher nicht gekannt habe. Echt ganz geil. Cool. Ja. Darauf nur einen Schnaps, oder? Ach ja, können wir machen. Ja. Boing! Also. Boing! Na denn. Stößchen. Band of Love! Band of Hate! Ah. Oh, ey. Hui.
So, heute bin ich wieder dran. Und wie man mich kennt, ich bin einfach nicht so der Hasser. Ich kann es einfach nicht. Ich will es auch nicht. Ich will immer nur positive Energie verbreiten. Deswegen gibt's von mir wieder eine Band of Love. Und zwar ist es diese Woche Millencolin. Oh ja. Yeah. Oh ja. Yeah. Okay, danke für deine Band of Love und weiter. Aufmerksame Hörer des Podcasts und natürlich auch Leute, die uns schon länger verfolgen, wissen ja auch, dass wir irgendwie ganz gute Momente mit Millencolin verbinden. Ich steige mal ganz kurz ein mit den Fakten. Davon wisst ihr, glaube ich, auch eine Sache nicht, die ich ziemlich geil finde. Also die Band wurde 1992 gegründet, hatte dann ihren Durchbruch 2000 mit dem Album Pennybridge Pioneers. Irgendwie ist die Band gefühlt immer auf Welttournee. Also wenn jetzt nicht gerade Corona ist, aber das ist jetzt nicht so eine Band, also die spielen jetzt nicht nur Europa, sondern die spielen immer irgendwie auch Australien, Nordamerika, ja. Südamerika. Also es ist wirklich brutal, vor allem wie viel die spielen und eben auf allen Kontinenten. Also es ist sensationell, muss man wirklich sagen. Das aktuelle Album heißt SOS, ist aus dem Jahr 2019. Und 2010, zum Jubiläum der Pennybridge Pioneers Tour, haben die damals eine Monster-Tour gemacht, auf der sie das ganze Album live gespielt haben. Und auf dieser Tour waren wir als Support bei den Deutschlandstationen dabei. Jetzt kommt der Fakt, den ihr nicht kennt, glaube ich. Wisst ihr, woher der Bandname kommt, Millencolin? Nee, das weiß ich nicht. Nee, das weiß ich auch nicht. Also finde ich überragend. Also das sind ja passionierte Skater, das haben wir auch auf der Tour gesehen. Die sind ja viel am Skaten gewesen. Und der Bandname ist abgeleitet von einem Skateboard-Trick namens Melancholy. Also ich habe mir dann vorhin auch ein Video angeschaut. Das ist im Endeffekt wie, also so ein ich sag's jetzt nicht. Ich kann mich nur lächerlich machen. Ich mache ein Video in den Newsletter rein. Ich schreibe mir das direkt auf. Und genau, also Millencolin ist abgewandelt von Melancholy, von einem Skateboard-Trick-Video. Ausrufezeichen. Genau. Ich fand die Band extrem, auf der Tour extrem sympathisch, weil sie vielleicht auch aus dem Grund, weil sie in ihrer Art uns gar nicht so unähnlich sind, weil sie sind auch super zurückhaltend, super ruhig, schon schüchtern, unterhalten sich hauptsächlich mit Leuten, die sie halt schon kennen. Da war dann in Münster war dann der Ingo von Donuts da, mit dem waren sie ganz, ganz arg bussi-bussi und das ist auch cool, weil die kennen sich natürlich schon ewig, vom gleichen Label gewesen und so weiter und so fort. Aber ansonsten sind die jetzt nicht so. Also die sind super freundlich, das ist immer alles total nett, aber die sind jetzt nicht so super nahbar. Also eigentlich wirklich ein bisschen ähnlich wie wir, glaube ich, oftmals so wirken. Aber ja, und was ich mega geil finde, und was ich auch so ein ganz bisschen, jetzt mal abgesehen davon, dass die sehr erfolgreich sind und wir nicht, aber trotzdem mit denen so ein bisschen Vergleich, ist der dieser Do-it-yourself-Ansatz, den die haben. Also die Band, ich sage jetzt mal kurz was zu den Bandmitgliedern, was die so machen. Der Nikola Sarkevic, der Sänger, Songwriter und Bassist, ja gut, der schreibt hauptsächlich die Songs und ist im Nebenberuf Brauereibesitzer von Duck Pond Brewing. Das hat jetzt mit der Band wenig zu tun, aber ich find's geil. Das ist halt so eine Craft-Bier-Brauerei irgendwie in Göteborg, glaube ich, und also eine schwedische Band, genau, wer es nicht weiß. Die Dosen und alles sieht sehr, sehr cool aus. Dann an der Leadgitarre ist Matthias Ferm und der betreibt, jetzt ist wirklich fast die Frage, ist es jetzt der Nebenberuf oder der Hauptberuf, das Tonstudio Soundlab Studios, in welchem auch Millencolin die Alben, soweit ich weiß, alle aufnimmt. Also das ist geil, weil sie haben halt irgendwie den Toningenieur und Studiobesitzer, sie haben natürlich den Songwriter, dann haben sie den Erik Olsen an der Rhythmusgitarre, der ist Designer, hat ein Designstudio namens Eckhaus Design, der macht alles von Website über alle Merch-Motive, über Website bis hin zu, also allem, was irgendwie grafisch bei denen da ist, die ganzen Logos, die haben ja relativ viele verschiedene Logos. Die haben ja sogar mal eine Vans Edition gehabt, eine Vans Millencolin Edition von diesen Vans-Schuhen, die du auch trägst, oder von diesen Slip-Ins, glaube ich, oder ja. Also so Sachen designt der dann halt selber und dann ist der Fredrik Larsson. Ja, und dann ist der Fredrik Larsson, das ist sozusagen eigentlich so ein bisschen Schlagzeuger, das ist ein bisschen der Außenminister der Band, weil der ist quasi in ganz vielen Fanforen international unterwegs und kommentiert da immer fleißig mit, der macht den Newsletter, der beantwortet die Mails von den Fans und ich finde es irgendwie geil,
weil wir das auch gesehen haben auf Tour, also die ganze Crew von denen, inklusive Merchern, hatten damals nagelneue MacBook Pros. Also jeder irgendwie, ich glaube, ja. die haben einmal einfach die ganze Band und Crew ausgestattet mit neuen MacBook Pros, damit sie halt auch immer, sind ja Familienväter und so weiter, damit sie halt auch immer schön mittags dann mit daheim telefonieren konnten, nachdem sie aufgestanden sind, aus ihrem Nightliner rausgekommen sind. Und mir gefällt dieser Ansatz eben, ja, ein Stück weit auch Arbeit und Band miteinander zu verbinden und eben so viel wie möglich selber zu machen. Und das machen die, glaube ich, in Perfektion, haben aber natürlich dann ein sehr starkes Label hinten dran. Ich habe gerade den Namen vergessen, auf jeden Fall. Also das eine, wo ich mein Name nicht einfällt, und das andere ist Epitaph Records. Sehr bekannt. Okay. Und ich habe 4 Anspieltipps, die dann auch in der Playlist drin sind. Auf jeden Fall der Opener von der Penny Bridge Pioneers ist No Cigar. Dann mein All-Time-Favorite, den mittlerweile meine Kinder auch schon auswendig können, ist Egocentric Man von der True Brew. Dann finde ich noch Autopilot Mode von der True Brew, mega geil. Und der neue Opener vom neuen Album oder vom aktuellen Album SOS. SOS ist auch sehr, sehr gut. Ja, und das ich bin ja auf die gestoßen damals durch Mr. Clean. Mhm. Ich weiß nicht, auf welchem Album da drauf ist, aber das ist ja ganz, ganz alt. Und hatte die dann auch irgendwie ganz lang gehört und dann aber tatsächlich in der Zeit, in den ein, zwei Jahren, dann quasi vor 2010, als wir dann mit denen auf Tour waren, hatte ich die dann irgendwie ein bisschen nimmer auf dem Schirm so richtig. Ja? Und dann, wir waren ja dann irgendwann mal bei dem Do Nots Jahresabschlusskonzert, Philipp, ne? Das war legendär. Das war ja auch so ein Absturz. Eigentlich waren wir nur da wegen ZSK und wegen Millencolin und sind dann tatsächlich auch, kann man ja sagen, ja, während der Hälfte vom Do Nots Konzert einfach gegangen. Aber einfach, weil wir so unfassbar blau waren. Und wir konnten einfach beide nicht mehr. Das war echt gut. Und wir haben da in so einer Pension da übernachtet, weißt du noch? Das waren so ganz viele. Und es war ewig weit weg. Und der Taxifahrer wollte uns noch abzocken dann, als uns so nachts. Und das war das zweite Mal, dass ich einen Olli so richtig assi erlebt habe, weil er hat alles richtig gemacht. Ich muss ihn jetzt quasi schon wieder vor sich selber oder vor mir in Schutz nehmen. Also es war wirklich so, wir hatten kein Cash mehr auf der Hand, ja. Also wir hatten irgendwie mit ihm ausgemacht, Festpreis 30 Euro, um ins Hotel zu fahren oder in diese Pension. Und dann hat er gesagt, ja, aber das reicht jetzt halt nicht, Jungs, gell. Jetzt war der Mama da und dann stand da irgendwie halt 38 Euro oder 40 Euro auf dem Taxameter, Taxi, was auch immer. Und dann hat der Olli die Situation unwirsch, aber unmissverständlich beendet. Wir sind dann ausgestiegen und sind dann in diese Pension rein. Es war wirklich lustig und es war am Arsch der Welt. Da waren auch so ausgestopfte Tiere im Zimmer und sowas. Ja, das war wirklich alles ein bisschen spooky. Ja. Ja, okay. Also Millencolin, wirklich seit der Tour eine meiner liebsten Punkbands. Vorher habe ich natürlich die Lieder gekannt, aber ich habe die nie bewusst gehört, und seit der Tour oder natürlich seitdem wir gewusst haben, dass wir mit den Touren dürfen, sehr intensiv, und das ist eine Liebe, die ist nie mehr weggegangen, und ja, meine Band of Love, Millencolin, Folge 20. Sehr geil, schön. Sehr gut. Ha, heute geht's wie's Katze machen. Sauber. Freilich. Olli, du hast was vorbereitet. Heute fliegen wir durch. Ja, ich habe tatsächlich was vorbereitet, und ich habe auch eine kleine Neuerung in dieser Rubrik jetzt. Also in der, oder? Sind wir schon bei? Ja, Kreuzfeuer, ja, sind wir doch jetzt. Dann drücke ich sie mal ab. Kreuzfeuer, ja, drück mal ab. Die Schnellfragerunde. 10 Fragen in 100 Sekunden. Und zwar saß ich vorher mit meiner Frau auf der Couch und habe sie einfach mal gefragt, du, Chrissy, welche 5 Fragen würdest du denn eigentlich dem Philipp und dem Stucki gerne mal stellen? Und dann hat sie so ein bisschen überlegt. Nee, zuerst habe ich gesagt, nur 3 Stück. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, mach doch mal weiter. Aber doch, sie hat dann tatsächlich 5 Fragen. Also die ersten 5 Fragen sind jetzt von meiner Frau, nicht von mir. Na, dann nehme ich noch einen Stück aus der Pulle. Naja, es sind schöne Fragen, aber ich denke, da kann man was mit anfangen. Also die erste Frage lautet, welche ist eure früheste Kindheitserinnerung? Boah. Da ist ja immer die Frage, ist es eine Erinnerung oder ist es von Erzählungen quasi, dass man sich irgendwie meint, dran zu erinnern? Ne? Also ich kenne Leute, die können sich wirklich an Sachen erinnern, die mit 3 oder 4 passiert sind. Bei mir setzt die Erinnerung extrem spät ein. Also ich erinnere mich wirklich erst an Sachen, so richtig. Also ich erinnere mich an eine Situation im Kindergarten, da war ich wahrscheinlich 5 oder so. Da habe ich
mich mit einem anderen Jungen geschlagen. Das weiß ich noch. Und da hat die Tante, damals hat man noch Tante zu den Erzieherinnen gesagt, die hat dann geschimpft. Okay, krass. Ja, aber sonst wirklich schwer. Ja, also bei mir ist das auch extrem schwer, weil ich glaube, dass da nicht so alles richtig lief. Nicht in meiner Kindheit, aber in meinem weiteren darauf folgenden Gehschritte im Leben. Und ich glaube, ich habe das so ein Stück weit irgendwie auch verdrängt. Ich habe da nichts Greifbares, wo ich sagen kann, ja, das war so ein einschneidendes Erlebnis oder eine Erinnerung. Ich glaube, das war irgendwie so, Vorhang geht runter, okay, Leben muss weitergehen, und das habe ich irgendwie ausgeblendet. Okay, jetzt lass mal so stehen. Ich bin wirklich extrem gespannt, wie das bei meinen Kindern sein wird später, weil die, also wenn ich mich jetzt mit denen unterhalte, meine Tochter weiß tatsächlich, also die 7, und die weiß zum Teil Sachen von vor 4 Jahren. Und die weiß sie wirklich, weil ich spreche sie nicht drauf an, die fängt dann auf einmal aus dem Nichts an und sagt, weißt du noch, Papa, damals, als wir da und da waren, da habe ich doch das und das gemacht, und dann sage ich, hä, das weißt du noch, das ist krass, weil da warst du 3. Und ich bin gespannt, ob irgendwann dieser Schnitt kommt, dass die das alles vergessen, oder ob das, keine Ahnung, also das ist wirklich interessant. Sehr gute Frage, auf jeden Fall. Zweite Frage lautet schlichtweg, was macht euch glücklich? Also geiles Essen macht mich total glücklich, mit Freunden, mit Leuten, die ich mag, lecker essen und eine geile Zeit verbringen, und am liebsten den ganzen Tag in einem vollen Haus mit vielen Leuten, die ich mag, und viel Alkohol und einfach einen schönen, ja, so ein Rummel. Aber eben auch so, dass nicht die Kinder zum Beispiel die ganze Zeit an mir dranhängen und was von mir wollen, sondern dass die Kinder halt auch ihre Freunde da haben und mit denen spielen. So, dass einfach jeder im Haus so ein rotes Bäckchen hat, weil er glücklich ist, weil er viel frisst und viel säuft und gute Gespräche führt. Also quasi eine große WG-Party. Ja, oder zum Beispiel an Weihnachten ist es halt immer normalerweise so mit meiner riesigen Familie, das ist immer mega geil. Aber auch, wir haben diesen Brauch vom Karfreitag mit den Freunden. Da ist es auch so, ne? Also überragend. Das ist einfach, da kommen die Leute von aus ganz Deutschland und aus dem Ausland zum Teil nach Hause, und da verbringt man dann den ganzen Tag miteinander, und das ist einfach mega schön. Mhm. Also sowas, da stehe ich total drauf. Ist bei mir ähnlich. Also ich habe auch gern immer Leute um mich rum, habe gern gutes Essen. Also bei mir wäre es die Grillparty im Sommer. Grill und spontan melden sich Leute an, du hast immer irgendwie was da zum ah ja, okay, jetzt kommt der 50. noch, und ja klar, aber für dich haben wir auch noch eine Wurst. Hier, nimm dann Drink, setz dich hin, alle freunden sich an. Und gerade habe ich mich dann aber gefragt, ich wollte sagen, ich bin glücklich, wenn ich zufrieden bin. Ist aber zufrieden das gleiche wie glücklich? Oh, liebe Leid. Das ist eine sehr philosophische Frage. Ja, krass, ne? Also, ja, also wenn... Nee, ich glaube, wenn ich meine wichtigsten und liebsten Menschen um mich rum habe und mir gesund sind, dann geht's mir gut, dann bin ich glücklich. Ja. Was macht ihr, um nach einem stressigen Tag herunterzukommen? Das darf ich in diesem Podcast nicht sagen. Ich hau mal einen Kasten Bier im Kopf. Nee. Ich trinke was, und tatsächlich, ich schaue wahnsinnig gern fern. Also ich schaue unglaublich gern Serien und Filme. Ja, so ist bei mir auch. Das ist schon gut. Aber natürlich auch irgendwie nach einem Scheißtag in den Proberaum zu gehen und gemeinsam an Songs arbeiten oder einfach zu spielen, das ist auch schon gut, auf jeden Fall. Ja. Okay. Wenn Geld keine Rolle spielen würde und auch Entfernung nicht, auf welches Konzert würdet ihr als erstes gehen, wenn die Pandemie vorbei ist? Egal, ich glaube schon, Band spielt oder nicht. Also die Band spielt natürlich, aber also ich glaube schon, diese Monster Glamrock Tour in den USA, da würde ich euch zwei einpacken, und da würde ich und noch ein paar mehr Leute, und da würde ich gern hinfliegen. Metalhead Crew, Def Leppard und Poison quasi. Ja, so sieht's genau aus, ja. Also, das würde ich natürlich auch so machen, und wenn die Tour nicht wäre, dann würde ich, wenn ich ihn wieder zurückhole könnte, ganz gerne Queen live sehen. Da darf die Entfernung wirklich keine Rolle spielen, ne? Ja.
Ja. Und Diffus würde ich gerne nochmal live sehen, wenn sie in guter Form sind und gutes Sound haben, nicht wie bei Rock im Park. Also ich fände auch Blink 182 in San Diego geil oder so. Irgendwo in der Bay, in der Bay Area. Wenn ihr irgendwann mal Rentner seid, wie stellt ihr euch euer Rentner-Dasein vor? Tatsächlich glaube ich, dass mein Rentner-Dasein genauso sein wird wie das jetzt. Nur, dass ich später ins Bett gehe und später aufstehe. Weil ich kann mir's ums Verrecken nicht vorstellen, irgendwann nichts mehr zu machen. Also ich bin einfach so ein Typ, ich will immer was machen, ich will immer arbeiten. Also ich will jetzt nicht unbedingt arbeiten, um Geld zu verdienen, aber ich will immer was machen. Ich will immer neue Sachen rausfinden und neue Techniken ausprobieren, jetzt gerade bei mir im Bereich mit Softwareentwicklung. Und ich kann es mir nicht vorstellen, also ich kann mir das vorstellen, mal 4 Wochen lang oder mal 6 Wochen lang genau gar nichts zu machen und irgendwie nur rumzuhängen. Aber eigentlich nach der 3. Woche kribbelt es mich und ich würde am liebsten, also auch im Urlaub, wenn wir mal mit der Family länger weg sind, würde ich ganz gern manchmal heimlich mich irgendwo in den Eck setzen, meinen Computer rausholen und irgendwelche verrückten, nerdigen Sachen machen. Und das, ich glaube, da werde ich niemals drauf verzichten. Also ich habe an der Amalfi-Küste habe ich ein kleines Café. Ah ja. Da schenke ich Kaffee aus. Und da stehen auch so ein paar kleine Stühle noch draußen, das ist immer so offen. Und da lasse ich so Jazzbands, so alte Jazz-Rentner-Dinger spielen und auftreten und schenke da ein bisschen Kaffee aus und trete da auch ab und zu selber mal so ein bisschen noch auf. Aber kein Free Jazz, bitte, das ist zu stressig im Alter. Nee, also vielleicht auch eher so in die, so, so Dinner-Mucke halt, so irgendwie so cool, lässig, irgendwie easy peasy. Geiles Wetter. Hast du da dann starkes WLAN und gutes Internet? Darf ich da dann sitzen und mein Nerdzeug machen? Genau, darfst du, ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Ne? Herzlich willkommen. So. Immer geiler Kaffee und so ein bisschen so ein lässiges Gedüdel im Hintergrund. Ja. Nerdzeug machen. Und ich koche einmal in der Woche. Ja, ey, überragend. Ja, da haben wir es doch schon. Super. Aber kennt ihr die Amalfi-Küste? Kennt ihr die Amalfi-Küste? Wo sind die eigentlich? Das müsst ihr euch mal ergoogeln. Müssen wir ein Bild reinmachen. Das ist überragend. Da gibt es die geilsten Zitronen des Jahrtausends. Amalfi-Küste. Also Zitronen. Gell, und wenn ihr wisst ja Bescheid, wenn es Leber euch Zitrone gibt, dann macht verdammt nochmal Limonade draus, gell? Ah, ja, also vielen Dank an meine Frau. Jetzt kommen noch ein paar Fragen von mir und zwar ganz locker und aus der Hüfte. Welche Eigenschaft habt ihr zu spät gelernt? Also welche Fähigkeit, nicht Eigenschaft, welche Fähigkeit habt ihr zu spät irgendwie schätzen gelernt oder irgendwie? Ich werde da jetzt das Futur 2 bemühen. Ich werde zu spät skaten gelernt haben. Welche Eigenschaft haben wir zu spät? Oder Fähigkeit oder so, ja. Das, ja, Fähigkeit. Natürlich hätte ich auch gern vor 5 Jahren schon gewusst, dass Bitcoin heute so gut dasteht. Also, dann habe ich... Dann könnte man das mit der Band nämlich jetzt alle hauptberuflich machen. Ja, so. Also dann habe ich zu spät erkannt, dass ich vielleicht doch im Schlagzeugunterricht hätte mehr privat zu Hause machen sollen, anstatt immer nur zum Radio zu spielen, um etwas mehr Technik zu haben. Ja. Aha, ja, gut. Man hört. Welcher Film war so traurig, dass ihr ihn nie wieder ansehen möchtet? Habe ich keinen. Ich könnte jetzt sagen, bei welchem Film ich jedes Mal weinen müsste. Ja, dann sag mal. Man of Honor mit Cuba Gooding Jr. Also bei mir war es diese Serie, diese... Tales Made, wie heißt das? So eine Netflix-Serie. Die war so deprimierend und A Handmaid's Tale. Die war so deprimierend und traurig. Ich habe die nicht aktiv geschaut. Die ist halt einfach nebenher gelaufen, weil meine Frau sie angeschaut hat. Und das war schon richtig harter Scheiß, hey. Oh. Also das weiß ich nicht, ob ich mir das nochmal anschauen würde. Zwar gut, aber richtig schlimm. Ja, okay. Welcher ist euer bester Anmachspruch? Weißt du, wie lange ich schon niemand mehr anmachen musste? Das ist ja... Ja, jetzt stell dir mal vor. Ja. Oh, ich habe letztens so gute bei TikTok gesehen und ich habe sie vergessen. Oh Mann.
Nee, ich ergänze die Frage. Wie macht man denn eine Frau in der Sauna an? Keine Na Ahnung. Du. Na du, auch rasiert. Ja, okay, ja, das ist ja schon mal gut. Mein, ja? Das wäre auch mein Anmachspruch, der kommt bestimmt gut. Ja, und vor allem, es gibt halt auch später keine bösen Überraschungen mehr. Also der Ort passt ja einfach gut zum Flirten und also ist alles ist genau richtig, ja. Ja, okay, alles klar. Welche Hausarbeit verabscheut ihr am meisten? Akten einsortieren. Größte Scheiße der Welt. Da bin ich auch dabei, ich ergänze noch Kloputze. Ist mir egal. Ich lieber, lieber putze ich 4 Stunden Klo, als dass ich 1 Stunde Akten sortiere. Das würde ich auch machen, ja. Ach, wirklich? Wenn ihr eine Fernbedienung hättet, die eine beliebige Maschine in eurem Haus kontrollieren könnte, für welche hättet ihr diese Fernbedienung? Also die Maschine muss im Haus sein? Ja. Also jetzt schon? Du liegst auf der Couch und denkst, okay, jetzt mache ich mal hier zack. Also die Frage ist nur, ist, also muss ich jetzt die Maschine dazu erfinden bei der Antwort oder gibt es die Maschine schon? Die muss es geben. Ja. Die gibt es auch jetzt schon in meinem Haus quasi. Ja. Dann fände ich so einen lustigen, also wenn unser Kühlschrank dann auf einmal loslaufen würde, um mir mein nächstes Bier zu bringen, das fände ich schon ganz witzig. So, hallo, Philipp. Kann ja nicht immer sagen, ja, das würde ich jetzt auch so machen. Deswegen überlege ich jetzt mal noch geschwind ein bisschen. Ich fände noch den Wäschetrockner, der die Wäsche zusammenlegt und ganz wichtig, in den Schrank räumt. Den fände ich auch noch gut. Ja, Schrankräumen ist schon gut, ja. Ja, also das ist wirklich, wie lange dieser Wäschekorb mit den zusammengelegten Wäsche immer da steht. Und dann ärgere ich mich nach der zweiten Woche, denke ich, du bist so blöd. Das dauert irgendwie 30 Sekunden, um so einen verfluchten Wäschekorb auszuräumen, wirklich. Also ich hätte gerne einen Wäschekorb, der sich selber ausräumt, auf Knopfdruck. Bei mir wäre es tatsächlich Nasswische, automatisch Nasswische. Okay. Die Maschine kann man kaufen für Geld und es kostet gar nicht viel. Echt? Nass? Ja. Es gibt Waschroboter für, glaube ich, 250 Euro. Ja, Wischroboter. Aber ich glaub, da musst du dann trotzdem vorher wieder alles wegräumen. Das ist das Problem bei diesen automatischen Geräten. Aufräumen musst du immer. Also ich habe ja auch so einen Wischstaubsauger und der ist überragend, aber du musst es halt selber machen. Aber danach ist es Weltklasse, muss man sagen. Ja. Zwei Fragen habe ich noch, und zwar die vorletzte ist, wo und wann habt ihr denn euren unpassendsten Furz losgelassen? Es gibt keine unpassenden Furze, würde jetzt meine Frau sagen. Ich habe Gott sei Dank noch nie beim Blowjob gefurzt, ey. Wirklich, das ist wirklich... Ja gut, also doch, mir fällt sogar eine Situation ein, die ist noch gar nicht so lange her. Ich hab, ich war mit dem Auto im Autohaus während Corona schon und musste dann mit der Maske, ich musste dann aufs Auto warten und musste mit der Maske in der Ecke durfte ich die Maske absetzen. Und ich saß da 10 Minuten, 15 Minuten und ich musste so dermaßen furzen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja gut, jetzt ist egal, jetzt furzt du halt einfach, ja. Natürlich, ich furz und genau als er quasi mir noch entweicht, läuft die Dame los. In meine Richtung, um mich zu informieren, um mich noch was zu fragen wegen dem Auto. Und sie steht, die hat es 100% gemerkt, weil es hat wirklich sakrisch gestunken, ey. Und die stand da drin in dieser Wolke und hat keine Miene verzogen und hat mit mir geredet. Und ich habe mir gedacht, du arme Sau, ey. Ja, also gut, ja. Und jetzt die letzte Frage. Mein Stucki hat noch nicht geantwortet. Ja, gut, ja, er hat gesagt, es gibt keine Unpassenden. Unpassenden, habe ich gesagt. Okay. Letzte Frage ist, haben Fische Hälse? Was haben Fische Hälse? Fische Hälse, ob ein Fisch einen Hals hat? Das ist die dümmste Frage. Nein! War ich das sicher oder? Nee, deswegen frage ich euch ja. Ich sag nein. Müssen wir mal auflösen in der nächsten Episode. Ich wollte jetzt ganz schlau antworten, nee, die haben doch Kiemen, aber das ist ja wieder was anderes. Ne? Das wäre ganz schön schlau, ja. Aber stell dir mal vor, so ein Fisch hat so einen riesen Hals irgendwie noch so dran. Irgendwie. Ja. Oh, ja, die haben bestimmt einen Hals, das heißt dann aber, das hat einen Fachbegriff und heißt dann irgendwie anders.
Ja, Hult. Da gibt es ja diese fiesen Haie, die das Maul aufmachen und dann kommt nochmal ein Maul raus. Wirklich wie ein Alien. Oh, wie, nee. Ey, das sind so fiese Viecher, leck mich am Arsch. Ey. Ja, okay. Ja, gut. Also, das habe ich wieder versaut, gell? Das war's, danke. Ach, schön. Ja, sehr schön. Stucki. Ja. Da ist mal wieder was. In Stuckis Kruschelkiste. Ja, heute habe ich wirklich für euch zwei richtig tief gekramt. Und ich bin auch in ein Genre abgewandert, wo ihr, glaube ich, auch gar nicht so bewandt seid. Wir bewegen uns hier im Blues-Soul-Rock-Bereich. Aha, ich mag aber deine Stimme dazu, ja, die mag ich gut. Und die mag ja, ich gut. Also die Band, beziehungsweise der Sänger, der klingt so ein bisschen ähnlich. Die Band wurde 2013 gegründet. Da war der Gründer 17 Jahre alt. 2015 im Oktober haben sie ihr erstes Debütalbum veröffentlicht, Soul Inside. Auf dieser Platte ist auch mein absoluter Lieblingssong, der heißt Always. Schon allein. Bon Jovi. Der Groove, nee. Beatmesser, oder? Bon Jovi. Ja, der Groove. Also, die Jungs, das ist, der Groove ist ein Schwert. Ja, das direkt, das spaltet dir der Schädel. Also, der Groove ist ein Schwert, geil. Ich lerne immer noch was hinzu hier, muss man schon sagen. Nee, und vor allem halt auch der Sound, ja, wenn du dir das auf gute Kopfhörer, auf eine gute Anlage reinziehst, dann. Und dann die Augen zumachst, dann siehst du, wie die einfach in dem Studio drinnen gewesen sind. Ja. Es geht in meiner Gruselkiste um The Marcus King Band. Und der Gründer der Band war Marcus King. Wie gesagt, 2013 im zarten Alter von 17 Jahren. Die Besetzung ist Bass, Schlagzeug, Trompete, Posaune, Saxophon, ganz kurz, ist das der Verrückte, der so eine mega Stimme hat und so mega aussieht, als wäre er irgendwie schon 100 und kann so geil Gitarre spielen, oder ist das jemand anders? Auf die Beschreibung passen ja fast sehr viele Leute, aber ja, es kommt, aber ich habe das euch eigentlich noch nie gezeigt, ja. Glaube ich. Aber ja, also der Typ sieht aus wie einer von ZZ Top. Sieht aus wie einer von der Kelly Family. Jetzt muss ich auch mal gucken. Müssen wir auch ein paar Bilder in. Übrigens, Newsletter-Gate, ich habe mich nochmal neu angemeldet und habe letzte Woche immer noch nicht gekriegt, gell? Ganz weil komisch. Du halt einfach gar nichts drauf hast. Das muss man jetzt einfach mal sagen. Ich mag das jetzt einfach. Ja, bitte meld mich an. Aber allerdings ist es auch so, ein Jahr später. Sieht aus wie Angelo Kelly, ey. Guck ja, dir mal ja, den original, an. Ey. Das ja, Bild jetzt, muss rein, weil ich schick's kurz in der Gruppe. Jetzt gibst du ihm aber noch eine Sonnenbrille. Ja, er kann dann, also wir können ja auch nichts dafür, wie wir aussehen, ne? Von daher. Ja. Also, ein Jahr später hat er die zweite Platte gemacht oder erschien die zweite Platte. Diese hat Platz 2 der Blues-Charts in den USA erreicht. Ja, und das Debütalbum Soul Inside ist auf Platz 8 der US-Billboard Blues-Charts eingestiegen. Also irgendwie ziemlich genau die ganze Geschichte, ziemlich genau gleich. Und danach hat man eigentlich auch fast nichts mehr gehört. Aber das war überragend. Stuckis Gruselkiste. Ich bin mal gespannt. Gebt mal Feedback hier an Hashtag Team Stucki. Ja, ich zähl da sehr auf Essen. Ich spreche jetzt niemand direkt an. Wie ihr diese Band findet. Das Marcus King Band, der Tipp der Woche aus Stuckis Gruselkiste. Yeah. Entschuldigung, ich muss schon im Schwäbischen bleiben. Gruselkiste. Ja, eine Band aus dem Soul mit dem Sänger Angelo Kelly. ja. Überragend. Okay. Natürlich auch, wo brauche ich euer beider Feedback, bitte, wenn der Song dann in der Playlist drin ist. Ja, das stimmt, das müssen wir verbessern.
Dass die Gruschelkiste ist so ein bisschen stiefmütterlich behandelt bis jetzt, gell? Absolut, ja. Ja. Ich gebe mir da schon immer Mühe, so ein paar Perler rauszusuchen. Ja. Ja. Sauberle. Okay. Sauberle. Ah. So, Olli, du hast was Neues. Ja, ich hab mir mal wieder ein bisschen was überlegt, und zwar eine neue Kategorie, die ist sehr, sehr weit quasi offen für alle möglichen Geschichten, und zwar die Geschichte hinter dem Song quasi. Soll ich eigentlich mal wieder einen Jingle machen? Und ja, bitte, mach mal. Und das dann da drüber legen? Ja, die Geschichte. Achtung, ja. Das Jingle kommt jetzt. Die Geschichte hinter dem Song. Eine neue Kategorie mit viel Potenzial. Merk selber, oder? Ja, überragendes Jingle, du, ey. Überragende. Ja. Jingle, dingle, du. Und zwar kann man jetzt bei dieser Kategorie entweder tatsächlich, wir haben jetzt zum Beispiel die Backstreet Boys, warum haben die Quit Playing Games for My Heart geschrieben? Was ist die Geschichte tatsächlich hinter dem Song? Oder quasi, was verbindet man selbst mit diesem Song? Oder eine Geschichte, die man mit dem Song erlebt hat. Ja? Und ich habe da so ein bisschen... Ich bin da letztens wieder drauf gestoßen, weil ich da ein bisschen bei YouTube rumgesucht habe und habe dann leider diesen Live-Gig, den gibt's nicht bei YouTube, aber es geht um den Song Bullet in Your Head von Rage Against the Machine. Oh yeah. Und zwar also einer meiner absoluten Lieblingssongs, weil da für mich einfach alles stimmt. Also da ist der Aufbau einfach, wie das langsam so anfängt mit dem Bassriff und dem Schlagzeug, die Energie, die sich dann langsam aufbaut, das Riff dann am Ende, diese Abgehstelle und auch die Message in dem Song, das ist einfach komplett perfekt für mich. Und es geht um Rock am Ring 2008, und zwar 2008 für diejenigen, die da vielleicht dabei waren, das war das Line-Up des Zons, also einfach die drei Headliner, Freitag Rage, samstags Metallica und sonntags die Hosen. Ne? Und dann auch in der B-Zeile noch Incubus, Prodigy, Offspring und so weiter. Und an dem Tag, freitags bei Rock am Ring, haben dann auf der Center Stage gespielt Serj Tankian solo, quasi als drittletzte Band, dann Incubus und dann Rage Against the Machine. Und damals konnte man ja noch ohne Probleme rein und raus vorne in den Wellenbrecher. Da gab es noch kein Ampelsystem. Da ist man einfach rein, hat sich über irgendwie zur Not über den ersten Wellenbrecher drüber gestülpt. Da gab noch keine Securities, die sich da irgendwie beschwert haben oder so. Und ich war dann, wir waren da mittags mal drin vor der Center Stage, dann waren wir wieder draußen. Und dann gab es ja die allseits beliebte Calzone. Ja, die hat man dann mittags um 15 Uhr gegessen. Wenn es dann geheißen hat, okay, jetzt gehen wir vorne rein, ernähren wir uns nur noch von Bier und von den Eisverkäufern sozusagen. Weil das waren ja die einzigen, die dann da vorne im Wellenbrecher noch rum waren, und keiner... Die Kannibalen aus Wimpfen. Genau, also keiner wollte, aber so recht dann bei Incubus vor allen Dingen nicht, und dann auch später bei Rage so vorne rein in den Pit, und ich war da dann relativ alleine. So die letzten 2-3 Stunden, also Incubus, Wartepause, Umbaupause und dann noch Rage. Und Rage haben dann einfach angefangen, so wie sie es meistens machen, mit Testify, haben dann danach direkt Bulls on Parade gespielt, haben dann People of the Sun gespielt und dann Bomb Track und dann Know Your Enemy. Also es waren quasi 25 Minuten komplette Zerstörung, und ich war dann schon so dermaßen am Arsch. Damals war ich tatsächlich noch richtig fit, aber war auch schon so am Arsch. Und der sechste Song war dann Bullet in Your Head, und wer Rage schon mal live gesehen hat, der weiß, dass die auf der Bühne mega Sidefields haben als Monitor. Also da steht quasi, also so wie es bei Slayer hinten mit den Marshall-Boxen ist, ist es bei Rage an der Seite nur Boxen. Ja, also quasi, dass die dann tatsächlich nicht gemerkt haben, dass während den Anfangsklängen, den ersten Takte von Bullet in Your Head, die komplette PA bei Rock am Ring ausgefallen ist. Entweder sie waren so professionell, dass sie einfach ohne irgendwie mit der Wimper zu zucken weitergespielt haben, oder sie haben es einfach nicht gemerkt. Und ich glaube, die Bühne ist so laut bei denen. Ich glaube, das Zweite war einfach der Fall. Die haben einfach weitergespielt. Also die PA fällt aus, die Band bemerkt es nicht. Und dann rechtzeitig, bevor dann das Riff kommt, ging dann die PA auf einmal wieder. Und es war so, also quasi nach 25 Minuten kompletter Zerstörung, so ein bisschen irgendwie mal eine Verschnaufpause quasi für die Leute vor der Bühne. Und ich habe auch dann wirklich selten, weil das war ja dann auch so, die kamen wieder zurück 2008 und haben dann, glaube ich, das letzte Mal vorher vor 8 Jahren 2000 beim Ring gespielt. Und ich habe wirklich noch nie... 2001. oder da war ich im Park.
und haben dann wirklich noch nie so viele, ich habe noch nie so viele glückselige Gesichter gesehen vor der Bühne quasi, unten im Pit, ja, und das war dann einfach so ein Moment, wo dann wirklich passend zum Mega-Riff dann die PA wieder ging und alle ausgerastet sind, und nach dem Konzert hat eigentlich auch niemand da irgendwie groß gesprochen, sondern jeder hatte nur so ein riesen Grinsen im Gesicht, und das verbinde ich mit diesem Song, Bullet in Your Head. Ja, das war jetzt quasi so meine kleine Geschichte zu diesem Song. Wer ihn nicht kennt, der kommt natürlich in die Playlist rein, müsst ihr euch fett reinziehen, vor allen Dingen halt live. Und wir haben das natürlich auch bei unserem letzten Wohnzimmer-Wunschkonzert live im Internet unplugged als ersten Song quasi so gecovert. Und spielen es auch immer mal wieder, wenn wir denken, wir sind die Allergrößten, auf irgendwelchen Konzerten so kurz mal an. Bullet in Your Head, Rage Against the Machine. Es gibt noch was sehr Geiles zu dem Song oder generell zu dem ganzen Album. Und zwar gibt's da so einen Typen, das haben wir uns auch mal gemeinsam angeschaut, das ist ein Schwarzer, der, glaube ich, aus einer komplett anderen Musikrichtung kommt, und der macht so Videos, die gibt's bei YouTube, wo der, also the first time I listened to Rage Against the Machine. Und What is that? Das müssen wir unbedingt verlinken, weil das ist absolut überragend, wie bei dem eigentlich das Gleiche passiert, wie bei den Leuten bei dem Konzert, was du gerade beschrieben hast, ja. Dieses Grinsen im Gesicht, wie der am Anfang kapierte die Musik nicht und dann macht's irgendwie mind blown, und er eskaliert komplett, er feiert's komplett ab. Es ist ein unglaublich sympathisches und lustiges Video. Wo er dann Killing in the Name of hört und dann sagt, you said that again, you said that before, again. Oh yeah, you said it before. Say it again. Er ist wirklich absolut überragend. Ich habe mir den auch mal noch ein bisschen weiter reingezogen, der macht es auch mit Rammstein. Das ist Rammstein gibt's auch. Richtig, richtig gut. Richtig gut. Ja, das ist wirklich lustig. Dann machen wir einfach beide rein. Rage Against the Machine und Rammstein. Ja, also ich denke, da kann man einiges rausziehen aus dieser kleinen Kategorie. So, jeder hat ja so ein paar Songs, wo man sagt, okay, den habe ich gehört damals. Und ja, also das war, wie gesagt, und das komplette Festival einfach. Und wir an dem Abend haben dann noch, dann waren Rage fertig, und auf der Alterna haben dann noch gespielt Motorhead und Prodigy dann nachts noch. Geil. Also es war dann quasi, also mehr geht nicht. Ja. Das ist schon krass, ja. Apropos Lieblingslieder, ich sage es einfach, obwohl es eigentlich wieder Futter für den nächsten Podcast wäre, aber wir haben mittlerweile echt fast so ein Familienlieblingslied, was immer alle toll finden, wenn es läuft, und das ist Pieces. Das ist einfach, ich meine, also das ist wahrscheinlich der Song überhaupt. Aber das finde ich total krass, dass der auch auf die Kinder so eine Wirkung hat, dass die den auch schon so feiern. Irgendwie, also das ist auch, also Pieces von Sum 41, ich schreibe den gleich mal auf, dass wir den in die Playlist reinmachen, wenn er nicht schon drin ist. Genau. Sehr gut. Schöne Kategorie, da freue ich mich auf die weiteren Folgen dazu. Ja, absolut. Drei Experten, drei Songs. Bei mir heute die Broilers mit Bitteres Manifest. Oh, sehr gute Wahl. Ich bleib im Soul, wahrscheinlich für den einen oder anderen auch eine Gruselkiste-Band. Ich bin bei den Alabama Shakes mit Hold On. Das ist so easy peasy. Autofahren, Shakes oder Chicks? Shakes, Alabama Shakes. Hold On. Ich habe auch einen absoluten Kracher, und zwar ist es die Firma mit Die Eine 2005. Wow. Scheiße. Schöne Grüße an meine Frau. Ja, Tatwaffe, schnapp sie dir. Nee, das kannst du nicht machen. Aha. Ist die Firma. Ja. So ist halt. Genau. Nee, also ansonsten, ja, also wir sind tatsächlich heute extrem durchgeflogen. Es war es ist ja schon wieder eine Stunde 45 Minuten. Echt? Ja, also meine Aufnahme läuft 1:23. Ja, okay, also genau, also der Call. So ein guter Schnitt. Also es ist auf jeden Fall gut. Ja, wir sind tatsächlich mitten im Finalisieren von vielem. Morgen fahren wir nochmal ins Studio, nehmen die finalen Mixes unseres neuen Albums ab. Nein. Yay. Doch. Wow. Oh.
Also der Podcast, der hat schon so ein paar Insider-Infos, die man auf Insta nicht kriegt, gell? Nee, die kriegt man auf Insta nicht. Da muss man schon, richtig tief drin also sein. Also wir können das ja wirklich so durchziehen. Da haben wir gesagt, wir nehmen uns jetzt irgendwann dann mal so ein bisschen zurück, aber hauen im Podcast die mega Blockbuster-Infos raus, ist die unfassbar. Spoilern wir im Podcast? Keine Ahnung, aber das haben wir jetzt gerade schon gemacht, ne? Also ich finde es eigentlich cool, wenn wir dann sagen, also ich würde das auch ankündigen, dass wir bei Insta und so, dass wir jetzt mal so ein bisschen low machen, weil wir alle ganz schön müde sind und weil es auch nicht so ganz schön anstrengend ist, ne? Aber an der Stelle muss man ja schon gleich mal sagen, im Podcast, da gibt's den News. Ja. Den Podcast müssen wir ja eh machen und da haben wir dann halt Zeit drüber zu reden. Zeit drüber zu reden, genau. Also über dieses Mega-Album, was da kommt, ey. Finaler Mix unseres Mega-Albums 2021. Dann in ein paar Tagen machen wir zwei Musikvideos an einem Tag. Nein, an einem Tag sind die noch ganz sauber, das geht doch gar nicht. Die sind nicht mehr ganz sauber. Haben die 50.000 Euro Budget oder was? Ich glaube, es geht schon wieder los, das darf doch gar nicht wahr sein. In Kürze wird es einen großen Sale in unserem Online-Shop geben. Nein! Auch das, weil wir einfach Platz brauchen für geiles neues Merch, was bald kommt. Nein, auch das noch. Es kommt auch noch oben drauf. Holy moly. Ja. Und also das wenn das noch krass. Nicht genug wäre, dann haben wir bestimmt noch irgendwas anderes, was wir noch bestimmt. Stucki, du kannst jetzt die Chance nutzen und live im Podcast mit Olli eine Freude machen. Jetzt bin ich gespannt. Zum Freitag. Ach so. Ja, der Stucki ist so süß. Gestern habe ich mit ihm telefoniert und er konnte nicht an sich halten. Er muss es mir verraten, obwohl er gemeinsam mit Tom beschlossen hat, dass sie es uns auf gar keinen Fall verraten. Stucki, jetzt lass es raus. Und Tom hört den Podcast wieder Freitagmorgens und weiß, dass du es gespoilert hast. Ey. Genau, ja. Genau. Aber ich tue es so, als hätte ich den Podcast nicht mitbekommen. Dann kriege ich wieder auf den Sack, aber Philipp hat vorher schon so schön aufgezählt, wer bei Millencolin was macht und ich bin ja bekanntlichermaßen bei uns in der Kapelle AOP zuständig dafür, für das Equipment zu sorgen. Also bin ich für den Videodreh quasi in den Proberaum gefahren, habe die Gitarren mit unserem Roadie Tom quasi geputzt, gewienert, poliert, inklusive Schlagzeug. Und unser Deal war dann, wenn wir dann zum Videodreh gehen, fahren wir freitags noch im Proberaum vorbei und holen den zusammengepackten Shit quasi, was der Tom und ich jetzt gemacht haben, ab und bringen ihn zum Filmstudio. Das müssen wir nicht mehr machen, weil das haben wir schon am Sonntag gemacht. Nein. Oh. Steht schon. Und es ist alles schon beim Filmstudio. Also wir müssen nur noch hinfahren und uns aufbauen. Yes, baby. Geil. Also das ist natürlich überragend. Also, warte ganz kurz. Ja, danke Stucki, danke Tom. Das ist natürlich ein also für die Leute, die das nicht so richtig nachempfinden können, so ein Videodreh ist natürlich Spaß und so, aber eigentlich ist es harte Arbeit. Also eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ja, du hast recht. Geil, wir drehen ein Video, aber irgendwann ist halt irgendwie nachts um zwei und man dreht noch die letzte Szene und jetzt mach nochmal, ich hab keinen Bock mehr und so weiter. Und dann muss man diesen ganzen Scheiß, der da rumsteht, wieder einpacken und wieder in den Proberaum fahren. Und dann müssen wir noch 2 Stunden warten, bis die ganze Scheiße auf Festplatten kopiert ist, die wir da mitnehmen. Das ist wirklich dabei furchtbar. Aber das können wir ja quasi dann während des Abbaus machen. Ja. Dabei ist mir auch noch was, beziehungsweise im Tom in die Hände gefallen. Wir haben eine 1 Terabyte Festplatte gefunden von uns. Das ist gut. Die in unserem Besitz. Dann haben wir jetzt 5. Ja. Drehen wir halt auch 5 Videos für 5 Terabyte. Dann machen wir einfach noch ein Video, würde ich sagen. Ja, hey, genau. Und für mich hört ja der Spaß beim Videodreh schon auf, wenn es heißt, wir müssen die Instrumente putzen. Also vorher, bevor er überhaupt erst angefangen hat, macht das Videodrehen keinen Spaß. Das ist harte Arbeit. Ja, das ist auf jeden Fall Arbeit, aber natürlich, also das wäre jetzt gelogen, wenn man sagen würde, da gibt es keine geilen Momente, das macht schon Spaß, so ein Videodreh, aber man muss,
Also man muss fairerweise sagen, wir drei haben noch nie ein Musikvideo zusammen gedreht. Und das letzte Musikvideo, was wir überhaupt gedreht haben, jetzt mal abgesehen von dem Live-Ding von Rakete, von unserem Live-Album, das war ein sehr, sehr, sehr unterhaltsamer Videodreh, weil das war vor ein paar Jahren. Da haben wir mit dieser Fotobooth-App vom Mac haben wir die Videoszenen aufgenommen. Wer das Video nicht kennt, sollte sich das unbedingt anschauen. Und bei diesem Videodreh hat sich da der Sänger von einer befreundeten Band namens The Prophecy 23, hat er sich bei diesem Videodreh ein bisschen aus dem Leben genommen. Der wollte also gerade sagen, ich hatte jetzt auch den Duktus aus dem Leben genommen auf der Zunge. Also das war schon wirklich unglaublich. Wir haben da dieses Video gedreht und das war wirklich ein sehr entspannter Videodreh, weil da muss man halt nichts machen, außer Sachen mitsingen vor einem MacBook. Ja, wir sind quasi nur vorm Rechner gehockt und haben gesagt, okay, und jetzt sing mal. Genau. War geil. Also wir mussten ja gar nichts machen. Außer also halt wir haben irgendwie das Ding halt einmal, auch dreimal gesungen das war ein No-Brainer. Aber dann haben wir noch gespielt danach auf diesem Gartengrundstück, wo wir da waren. Und dann habe ich den Hannes gesehen, wie er unter einem Baum lag und geschlafen hat. Und habe ich gewusst, oi, hui, huch, was ist denn da passiert? Hui. Ja, boing. Also das war sehr amüsant an dieser Stelle. Shoutouts an The Prophecy 23. Ja, da müssen wir Hannes auch am Freitag verlinken, damit, ja, damit er sich zumindest die Minute 88 bis 90 des neuen Podcasts anhört. Absolut. Ja, und in zwei Wochen die nächste Folge dann. An dieser Stelle fangen wir an, auf Wiedersehen zu sagen. Und auch da wird es wieder harte Spoiler aus dem Leben. Ja, wenn der nächste Podcast ja dann freitags rauskommt, dann machen wir ja samstags schon wieder was Verrücktes. Ja, aber das verraten wir erst da. Das verraten wir dann erst da. Das wird auch toll, da freue ich mich drauf. Ja. Wir machen verrückte Sachen. Wenn ihr verrückte Sachen hören wollt, dann folgt weiter diesem Podcast. Sagt euren Freunden, sie sollen auch zuhören. Ich habe heute noch was gemacht. Ich habe unseren Wikipedia-Artikel auf Vordermann gebracht. Echt? Jetzt müssen nur noch die Änderungen durchgehen, ja. Also das ist bei unveröffentlichte oder ungeprüfte Änderungen drin. An dieser Stelle, wenn wir bei den Hörern hier zufällig Wikipedia-Moderatoren oder wie auch immer das da heißt, ich steige da nicht so ganz durch, haben, ihr könnt das ruhig bestätigen, weil ich weiß, wie es ist. Ja, und ich habe es auch belegt. Ja, ich weiß, dass die Band nicht mehr Andy Olli Philipp heißt. Ich weiß, dass die Band jetzt mittlerweile auch schon wieder seit knapp 4 Jahren AOP heißt, ja. Also das ist Expertenwissen, ne? Vertraut mir. Und ich habe aber wirklich brav die ganzen Belege eingereicht und so weiter und so fort. Ich bin gespannt, ob das durchgeht oder ob wieder jemand, der es wirklich unbedingt besser weiß, das dann nochmal bearbeitet. Nein, nein, das ist nicht so, nein. Bis jetzt stand ja zum Beispiel bei Schlagzeug auch nur Stucki drin. Da habe ich jetzt mal reingeschrieben, Christian, Anführungszeichen, Stucki, Anführungszeichen, Ende, Stefan. Und solche Geschichten. Und bei der Diskografie hat das Live-Album noch gefehlt. Also alles so sehr hemdsärmelig. Also auch da an der Stelle, wenn es Leute gibt, die bei Wikipedia einen Account haben und da mal Bock haben. Oder man braucht ja gar keinen Account, man kann auch anonym bearbeiten. Gebt Gas, macht es einfach mal und aktualisiert da unser Profil. Viel hilft viel, würde ich mal sagen. Ja, sauber. Ja. In diesem Sinne. Aber das war doch ein schönes Ding, muss ich sagen, hier. Ja, ich hatte auch meinen Spaß. Absolut. Absolut. Ja, Freunde der Sonne, wir sehen uns dann morgen. Ja. Ja. Unverhofft kommt oft. Ich schließe diesen Podcast mit einem Zitat. Und ihr dürft raten, von wem dieses Zitat ist. Realität ist nur eine Illusion, die sich durch Mangel an Alkohol einstellt. Lemmy Kilmister. Beethoven. Deutscher Interpret. Deutscher Udo Künstler. Lindenberg. Yes, baby. Sauber. Ja. Also, in diesem Sinne, mach jetzt gut. In diesem Sinne, bleib frisch. Gutes Nächtle. Peace out. Ade. Ade, war schön.